Servus, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich über die Einladung, dass das so kurzfristig letztlich geklappt hat. Ja, es war ein bisschen seltsam, weil du hast mich angeschrieben. Normalerweise schreibe ich die Leute an, dass sie zu einem Gespräch kommen und du hast mich angeschrieben in diesem Fall, was sehr, sehr seltsam war. Und da wollte ich mal fragen, woran liegt das, dass sozusagen du mich angeschrieben hast? Wie bist du draufgekommen? Ich habe ein paar Videos von dir gesehen, ein paar Analysen gesehen, fand die ganz gut und habe dann gedacht, weißt du, es ist ja immer ganz schön, ein bisschen aus der Bubble rauszukommen, aus der eigenen und seinen Kreis ein bisschen zu erweitern. Weil es hilft ja nichts, wenn ich nur meinen Twitter-Account und Facebook und die Leute, die ich auf der Straße im Infostand hier in Kiel beispielsweise sehe und bespiele, sondern einfach mal da rauszukommen und auch anderen Leuten die Ideen nahe zu bringen. Und da habe ich gedacht, ist doch mal ein netter Anfang. Ich hatte jetzt gerade mit dem Graswatcher auch, den hatte ich allerdings zu mir eingeladen, quasi in meine Sendungsreihe, ein Gespräch und habe gedacht, ich schreibe dich einfach mal an, weil du echt ein paar gute Videos gemacht hast und der Ansatz mir ganz gut gefällt. Und die Art und Weise, wie du auch diskutierst und sprichst. Cool, danke. Dankeschön. Ja, ich habe das ja gemerkt und ich habe das dann gesehen auf deinem Account. Du bist ja, also vielleicht stellst du dich mal vor. Selber, bevor ich jetzt erzähle, wer du bist. Ich glaube, du kannst das besser. Ja, ja, das mache ich bei mir auch immer so, finde ich auch gut. Genau, mein Name ist Lorenz Wester-Voltin. Ich bin klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke. Bin Mitglied im Wirtschaftsausschuss im Bundestag und stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss, also für die ganze Bandbreite, was Energie- und Klimapolitik angeht. Und bin mittlerweile auch Mitglied im Parteivorstand der Linken. Und ja, Direktkandidat in Kiel und einer der beiden Spitzenkandidaten hier in Schleswig-Holstein. Für die Linke logischerweise. Cool. Und du bereitest dich jetzt auf die Wahl vor, könnte man so sagen, oder? Genau, genau. Das ist ja, das Wahlprogramm steht. Plakate sind fertig, aber wenn du es ein bisschen gesehen hast, ist es ja bei mir nicht immer nur Wahlkampf oder in Ausschüssen rumhocken, sondern auch auf jeden Fall immer in Bewegung bleiben und in Bewegung sein, weil das Bewegungspolitik gehört bei mir einfach zu meinem Job, wie ich das verstehe, dazu. Ja, ja, dafür hast du jetzt, ich glaube, 3.750 Euro Strafe bekommen, vorgestern, oder? Genau, am Donnerstag war das. Genau, und du wurdest jetzt verurteilt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, weswegen? Weil das war ja Privatgrundstücksbetretung, irgend sowas war die Geschichte. Bei einem Protest, du warst ja Beobachter, ne? Vielleicht erzählst du mal die Geschichte. Ja. Richtig, genau. Also, ich war als parlamentarischer Beobachter bei den Protesten von Ende Gelände gegen das Kohlekraftwerk Datteln 4 im Februar 2020 dabei. Parlamentarischer Beobachter ist ein bisschen so eine Grauzone. Das heißt, wir haben ja als Abgeordneter, ich sag mal, einen bestimmten Status. Das heißt, die Polizei ist beispielsweise gebeten oder aufgefordert, mit uns zu kooperieren. Wir genießen sozusagen Immunität. Das heißt, wir werden dann sozusagen auch nicht festgenommen, kommen auch durch Polizeisperren durch. Und in der Vergangenheit war das halt immer ein Job, dass man sozusagen solche Aktionen und dann gleichzeitig Polizeieinsätze sozusagen als Beobachter begleitet hat. Also das habe ich gemacht im Hambacher Forst beispielsweise 2017, 2018 bei Aktionen von Ende Gelände, bei Aktionen von Extinction Rebellion. Und es läuft halt so, man hat dann so ein gelbes Westchen an, da steht drauf parlamentarischer Beobachter Die Linke und stellt sich dann auch der Polizei vor, also ne, sagt, ich bin Abgeordneter, mein Name und so weiter und so fort. Und dann in der Regel funktioniert es halt ganz gut, dass man zum einen Draht zu den Protestierenden hat, mit denen ich logischerweise auch in der Funktion als Abgeordneter natürlich auch sympathisiere, aber gleichzeitig in der Lage bin, eben auch zu vermitteln, auch in Krisensituationen Draht zu Protestierenden und Polizei gleichzeitig sozusagen herzustellen. Und wir haben halt gemerkt, auch im Hambacher Forst gerade, dass es schon zu einer
ja, in gewisser Weise Zivilisierung dieser Auseinandersetzung beiträgt. Also das bedeutet sozusagen, dass beispielsweise die Polizei nicht so hart in so einen Einsatz reingeht, wenn sie weiß, da sind parlamentarische Beobachterinnen dabei. Und das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Bei Datteln 4 ist jetzt das erste Mal, wo es eben nicht richtig funktioniert hat. Das lag aber in diesem Fall nicht an der Polizei, sondern an dem Betreiber Uniper, an dem Konzern, der Datteln 4 betreibt. Und ich bin also mit den Protestierenden mitgelaufen, allerdings hinten dran, gemeinsam mit drei oder vier Journalistinnen und bin dann entsprechend auch auf das Gelände drauf und auf eine Aussichtsplattform. Die sagen immer, ich wäre auf den Kran raufgegangen, bin ich aber nicht, sondern ich bin auf so eine Aussichtsplattform an einem Kran sozusagen mit drauf gegangen. Und habe mich dann auch entsprechend der Polizei vorgestellt. Die haben erst gesagt, ich soll das Gelände verlassen und haben da aber nochmal bei Uniper nachgefragt und Uniper hat gesagt, nee, ist okay und der hat volle Bewegungsfreiheit auf dem Gelände. Wir stellen jemanden von unserem Unternehmen ab, der wird ihn begleiten. Mhm. So. Diese Person ist aber dann nie aufgetaucht. Aber das ist die Information, die ich von der Polizei bekommen habe. Und in dem Prozess hat allerdings dann Uniper behauptet, das hätte es nie gegeben. Okay. Es hätte auch nie so ein Gespräch mit der Polizei stattgefunden. Also nach der Aussage des Polizisten, der alles genauso gesagt hat, wie es abgelaufen ist, also meine Schilderung sozusagen bestätigt hat, hat Uniper halt das komplette Gegenteil von dem erzählt. Und im Wesentlichen ist die Richterin dann der Staatsanwaltschaft gefolgt, die mit mir auch geredet hat wie mit einem Terroristen. Also war echt total abgefahren. Also sowas habe ich auch echt noch nicht erlebt. Also sie missbrauchen ihr Amt, um politische Straftaten zu begehen. Also als wenn ich dorthin gegangen bin, wäre als Abgeordneter, um Datteln 4 zu zerlegen oder sowas oder in die Luft zu springen oder keine Ahnung. Ich habe ja von Anfang an deutlich gemacht, ich bin parlamentarischer Beobachter, habe mich entsprechend vorgestellt und so weiter und so fort. Hm. Problematik ist es deshalb, weil wenn man dieser Argumentation folgt, Journalistinnen und Abgeordnete sozusagen, solche Polizeieinsätze und solche Sachen, wenn sie irgendwie auf Privatgrund stattfinden, und das wäre auch der Hambacher Forst gewesen, der war damals schon an RWE verkauft, und das wären auch die Tagebauer beispielsweise gewesen, die Proteste dort, Garzweiler 2 von Ende Gelände, dann wäre es sozusagen für Journalistinnen und Abgeordnete immer unter der Gefahr des Hausfriedensbruchs solche Einsätze zu begleiten. Und ja, wie gesagt, das Problem war da nicht die Polizei, sondern das Problem ist letztlich dieser Konzern Uniper, der dann Anzeige sozusagen erstattet hat. Aber wieso hat das Gericht irgendwie denen Recht gegeben und nicht dir und der Polizei, die ja ausgesagt hat, dass das so nicht ist? Ich meine, wenn die Polizei auf deiner Seite ist und genau das Gleiche aussagt und sagt einfach, ja, das stimmt, so wurde das kommuniziert, dann muss man das doch berücksichtigen, oder? Weil es sozusagen nicht zu belegen war, dass Uniper diese Aussage getroffen hat. Okay. Ich habe halt das wiedergegeben, was mir gesagt wurde. Hat mich sozusagen da auch in Sicherheit gewiegt, aber die Richterin hat sozusagen das abgewogen und ist zu einer Entscheidung gekommen. Wie gesagt, die diese gesamte Problematik für Journalismus und Abgeordnete insgesamt aufwirft, ne? Privateigentum überhaupt nur zu betreten. Also ich bin durch ein offenes Tor gegangen, ne? Ich habe nichts überwunden, habe nichts kaputt gemacht, nichts. Aber diese Problematik gibt es dann. Und aber allein dafür, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen in Revision gehen. Ne? Aber allein dafür ist die Strafe ziemlich hoch. Wieso ist eine so hohe Strafe? Ich meine, das ist ja schon eine saftige Strafe dafür, dass man irgendwie... Oder war die eh niedrig bemessen? Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht aus. Ich bin jetzt nicht... Ja, also ich glaube, ab 50 Tagessätzen ist man vorbestraft, ne? Oh ja? Und genau, und die Staatsanwältin hat nochmal deutlich mehr gefordert, auch nicht 50, sondern 40, glaube ich, oder so. Und die Richterin hat dann schon weniger Tagessätze gemacht. Ist auch deshalb relativ hoch, weil die Abgeordnetenbezüge von Abgeordneten halt auch relativ hoch sind. Kannst du ja öffentlich nachlesen, auch auf meiner Homepage. Okay. Allerdings geben wir ja als Abgeordnete der Linken sehr viel von diesen Bezügen dann natürlich auch ab.
Wow, cool. Also an was ihr spendet das oder was macht ihr? Oder gebt ihr es zurück in den Steuertopf? Genau. Wir spenden das auch die Dietenerhöhung an soziale Projekte. Wir haben einen Verein, der auch soziale Projekte entsprechend unterstützt. Wir haben ja jetzt auch gespendet an hier die Opfer sozusagen dieser Hochwasserkatastrophe und sehen das halt sozusagen auch als unsere Pflicht an. Und wir spenden halt auch einen relativ großen Teil auch an unsere Partei, weil die Linke die einzige Partei im Deutschen Bundestag ist, die eben per Satzung auf Spenden von Großkonzernen verzichtet und auch auf das Sponsoring von Parteitagen durch Unternehmen verzichtet. Also andere zum Beispiel, Grüne haben da irgendwie Plastikindustrie, die Parteitage sponsert oder ähnliche Sachen. Und da haben wir halt gesagt, wenn du dich mit Autolobby anlegen willst, dann darfst du dich nicht von der Autolobby sponsern. Wenn du eine Verkehrswende willst und eine Energiewende willst, dann darfst du dich nicht von Plastikkonzernen sponsern. Oder wenn du Waffenexporte verbieten willst, dann darfst du kein Geld von der Waffenindustrie nehmen. Und deswegen bekommen wir unsere Gelder eben neben der staatlichen Parteienfinanzierung durch unsere Abgeordneten und durch unsere Mitglieder, was ich richtigen und guten Ansatz finde und was ich eigentlich mir wünschte, wenn alle Parteien so. Weiß ja, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ich sehe auch hinter dir dieses Build System Change, not Climate Change, während Climate Change ganz klar die Grünen sind und ihr seid System Change. Und das wäre eben meine nächste Frage. Du warst ja bei den Grünen, hast du bei Thilo Jung im Interview gesagt, und das ist ein super Interview, das kann ich nur empfehlen. Du hast gesagt, du warst bei den Grünen und hast aber dann dort aufgehört, bist zu den Linken gegangen. Ja? Und ich glaube, dass das so für sehr viele Leute nicht verständlich ist. Warum sollen sie die Grünen nicht wählen, wenn es um Klima geht, sondern die Linken? Was würdest du sagen? Wo ist der Unterschied? Wo ist der große Unterschied? Weil beide sind irgendwie gegen den Klimawandel. So. Genau. Erstmal ganz kurz zur Geschichte dieses Bildes. Das ist eine Demonstration von Fridays for Future gewesen. Wenn ich so mache, glaube ich. Ah, da bist du drauf. Irgendwo. Ja, ja. Du, ne? da irgendwie, da, genau, ja, da halte ich gerade eine Rede, genau, da. Auch so eine mit so einer grünen Erdkugel drauf. Ich habe da einen Artikel geschrieben, der heißt Für mehr Grün im Rot, weil ich eben deutlich machen wollte, dass eben Climate Change eben nicht nur eine Sache der Grünen ist, sondern dass Climate Change im Kern auch eine soziale Frage ist und dass der Klimawandel eben seine Basis, seine Wurzeln hat in der Ausbeutung von Mensch und Natur und eben Kapitalismus und Klimawandel absolut verschränkt sind miteinander. Und deswegen eben System Change, weil wir eben sagen, Klimawandel wirst du nur stoppen können, wenn du grundlegend an der Art und Weise, wie du produzierst, wie wir konsumieren, wie wir wirtschaften, auch etwas ändern. Mhm. Und das ist für mich der zentrale Unterschied. Also kannst in die Programme von Grünen und Linken reingucken und wirst dann finden, in vielen Maßnahmen gehen wir einen gemeinsamen Weg. Da sind wir teilweise vielleicht sogar identisch. Unterschied sehe ich zum einen an dieser Frage. Das heißt, die Grünen haben ja nicht den Anspruch, sie wollen nicht den Kapitalismus überwinden. Die Linke hat den Anspruch, wir wollen eine solidarische Gesellschaft erkämpfen. Wir wollen weg von der Maxime des kurzfristigen Profits, der Dominanz sozusagen des Wertes und des Mehrwertes in unserer Gesellschaft und wollen Schluss machen grundlegend mit dieser Form der Ausbeutung. Wir sagen eben, es reicht nicht, den Kapitalismus grün anzumalen. Es reicht nicht, wenn wir sozusagen das fossile Energieregime ersetzen durch ein nachhaltiges Energieregime, sondern wir brauchen ganz andere Wirtschaftsstrukturen, weil die Situation auch einfach so drastisch ist, dass wir da radikale Maßnahmen brauchen, aber zwar radikal in dem Sinne, dass es an die Wurzeln des Problems geht. Und deswegen für mehr Grün im Rot, um eben zu sagen, wir wollen diese beiden Themen auch als soziale Frage begreifen und miteinander verbinden. Und zweiter Punkt ist, wir setzen vor allem auf eine Ordnungspolitik. Also das heißt, wir wollen Regeln machen, die gerecht sind und die für alle gelten, ohne Ausnahme, die sozial gerecht sind. Und wenn du sozial sagst, meinst du Wirtschaft? Du meinst Wirtschaft, wenn du sozial
gerecht sagst, oder? Nee, sondern Gesellschaft insgesamt, weil Kapitalismus ist aus meiner Sicht eben nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern Kapitalismus ist ein System, was ganz, ganz tief in alle gesellschaftlichen Foren sozusagen reinkriecht und unser Verhältnis zueinander auch in vielen Punkten sehr beeinflusst. Also nicht nur Wirtschaftssystem, sondern auch Gesellschaftssystem. Und deswegen sagen wir, brauchen eben Regeln, die gerecht sind und aus denen sich eben niemand rauskaufen kann. Und da reicht eben keine Preispolitik, dass du einfach Fleisch teurer machst beispielsweise oder dass du Gas teurer machst oder Benzin an der Tankstelle teurer machst oder so, sondern wir brauchen dafür klare Regeln. So wie du auch nicht das Rübergehen über eine rote Ampel bepreist, sondern das einfach verbietest. Zack, fertig. Du sagst ja nicht, ey, wer ist jetzt bereit, den größten Preis zu bezahlen, der kriegt jetzt grün. Sondern es gibt eine Grünphase, es gibt eine Rotphase. Das sind Regeln, die gelten für uns alle und das strukturiert unsere Gesellschaft. Aber heißt das, ihr würdet, also die Linke, ihr würdet Fleisch verbieten? Nee, Fleisch verbieten haben wir neulich mit dem Graslutscher auch über Veganismus noch ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, dass das Zentrale erstmal jedenfalls ist, wenn du die CO2-Emissionen im Bereich von Ernährung und Landwirtschaft runterbringen willst, dass du Massentierhaltung verbieten musst, dass du raus musst aus der Fleischindustrie, also aus dieser krassen Form der Ausbeutung von Tier und Mensch gleichzeitig. Das haben wir ja gerade in der Corona-Krise nochmal gesehen, was da eigentlich abgeht in diesen Ausbeutungsbetrieben. Und momentan haben wir eine Situation, wo durch Ausnahmen von der erneuerbaren Energienumlage diese Fleischindustrie noch finanziert wird. Das heißt, auch wenn du Vegetarier bist oder wenn du Veganer bist, bezahlst du über deinen Strompreis die Profite dieser fetten Fleischkonzerne einfach mit. Und da sagen wir, damit muss halt einfach Schluss sein. Und das heißt für uns eben an die Wurzel des Problems zu gehen. Ja, und wenn ihr jetzt System Change sagt, dann muss ja euch klar sein, dass sehr viele Leute darunter nicht nur verstehen, dass man den Kapitalismus als Wirtschaftssystem angreift, sondern man glaubt, dass man auch gegen die Demokratie geht, in der wir leben. Und ihr habt jetzt sozusagen den demokratischen Sozialismus in eurem Programm stehen. Und die Frage ist jetzt, wenn ihr System Change sagt, was wollt ihr changen quasi? Wollt ihr den Kapitalismus insgesamt abschaffen oder wollt ihr die Demokratie insgesamt abschaffen? Wollt ihr eine andere Demokratieform? Also wie weit geht das, dieser System Change, ist die Frage. Ich glaube, unsere Demokratie ist in vielen Punkten ausbaufähig. Ich glaube, wir müssen sie um wesentliche Punkte ergänzen, denn wir haben eine Situation, wo wir ein bisschen Verdruss an Demokratie erleben. Das hängt sehr zusammen mit einer PolitikerInnen- und Parteienverdrossenheit in der Bundesrepublik, weil sich das eingeschliffen hat. Ne? Politiker reden, aber handeln ganz anders, als sie am Reden und handeln auch anders, als sie vor der Wahl versprochen haben, sozusagen. Und das findest du in jeder Kommentarspalte, findest du diese Aussage, wenn es um politische Themen geht. Und deswegen glaube ich schon, dass man Demokratie ergänzen muss. Also beispielsweise durch Bürgerinnenräte, beispielsweise durch Wirtschaftsdemokratie, das heißt Beteiligung auch in Betrieben. Das bedeutet auch Volksabstimmung sozusagen auch zu einem Instrument zu machen, wie das jetzt gerade beispielsweise in Berlin läuft mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Hast du ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, eine ganz spannende Sache aus meiner Sicht. Das heißt, wir müssen sozusagen wieder, klingt jetzt wie eine Plattitüde, ne? Aber mehr Demokratie wagen, in Klammern Willy Brandt. Also sozusagen, da müssen wir wieder zurück. Und wir müssen uns auch auf die Werte sozusagen, auf die Prinzipien des Grundgesetzes besinnen. Wir müssen auch das Grundgesetz ein Stück weit wieder mit Leben erfüllen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt es für mich eben nicht Kapitalismus abschaffen, weil das ist immer so ein Ding, weißt du, das klingt so wie, jetzt haben wir Kapitalismus, jetzt haben wir Sozialismus und da ist der Bruch. Aber wir wissen ja sehr gut, dass quasi das Neue im Alten heranreift, um das mal so ein bisschen theoretisch zu formulieren. Das heißt,
all das, was erkämpft worden ist, gerade im 19. Jahrhundert von der Arbeiterbewegung, gesetzliche Rente, Sozialversicherung, Krankenschutz, 8-Stunden-Tag und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die sind erkämpft worden. Die waren vorher nicht da. Und das zeigt auch, dass sich ein System einfach verändern kann. Und genauso kämpfen wir eben im Hier und Jetzt für Veränderungen, um unsere Gesellschaft zu verändern. Und der Neoliberalismus hat ja einen Großteil der Bevölkerung sozusagen glauben gemacht, dass es keine Alternative zum Bestehenden gibt, dass es keine geschichtliche Entwicklung mehr gibt. Also nach 9-11 oder nach 1989, Quatsch, nach 1989, Francis Fukuyama, der gesagt hat, so Kapitalismus ist das Ende der Geschichte. Bullshit, es gibt kein Ende der Geschichte, sondern Geschichte verändert sich immer weiter. Geschichte wird gemacht. Und da sagen wir sozusagen, wir brauchen wieder gesellschaftliche Vorstellungen. Wir müssen wieder gemeinsam darüber reden, wie wir Gesellschaft verändern können. Und gerade angesichts der Klimakatastrophe, denn wir sind ja nicht irgendwie in so einem Klimawandel, sondern wir sind mittendrin in der Klimakatastrophe. Wir stehen zwar am Anfang, aber das ist das Ding, ne? Gerade angesichts dessen müssen wir eben darüber reden, wie wir solidarischer produzieren können, wie wir die Güter der Welt gerechter aufteilen können und wie wir Schluss machen damit, dass unser fossiles Energieregime die Basis dafür ist, auch Staaten des globalen Südens quasi auszubeuten, aber auch mehr Gerechtigkeit bei uns zu schaffen. Denn jetzt gerade in der Corona-Krise haben wir es erlebt, dass die Superreichen noch superreicher geworden sind, während die kleinen Einkommen zurückgegangen sind, während die Mieten gestiegen sind, während der Corona-Krise. Und deswegen heißt es auch, gegen diese soziale Spaltung auch in Deutschland anzugehen. Und ich bin ganz froh darüber, dass die Linke da sehr klare, konkrete Konzepte vorgelegt hat. Ja, das finde ich auch gut, weil da gibt es eine kleine Gruppe von Betrieben, die nicht so hart getroffen wurde, nämlich die Kollektivbetriebe. Also demokratische Betriebe, die in demokratischem Eigentum sind, die demokratisch wirtschaften, die wurden nicht so hart getroffen von der Krise, und zwar weltweit. Nicht nur hier bei uns, sondern insgesamt. Es gibt da ziemlich interessante Studien dazu. Ist das tatsächlich so? Ja. Kannst du mir mal zuschicken, was? Ja, kann ich gerne machen. Ja, ich behandle das hier die ganze Zeit. Deswegen heißt der Kanal Proletopia, weil ich setze mich für kollektive Betriebe ein. Und deswegen, ihr seid jetzt die einzige Partei, die sich auch dafür einsetzt, die quasi sagt, warum gehören die Betriebe nicht den Arbeitern, also im Eigentum? Und auch die Idee, dass man solche Betriebe besonders unterstützt durch den Staat, und auch die Idee, dass man, wenn ein Konzern sozusagen das Land verlassen will, dass der Staat die Arbeiterinnen unterstützt, dass sie den Betrieb kaufen, anstatt dass der Betrieb outgesourced wird. Also das sind alles Ideen quasi, die ich auch vertrete und die ich super finde. Gibt es ja sozusagen in Deutschland auch interessanterweise erste Ansätze. Sind alles ganz, ganz zarte Pflänzchen, ne? Aber ich habe gerade gelesen, Königsbronn ist das. Das ist übrigens in der aktuellen Ausgabe von Jacobin drin. In Königsbronn ist das der Betrieb, hast du vielleicht auch gesehen. Baden-Württemberg ist das, Schwäbische Hüttenwerke sind zum Teil in Besitz der Belegschaft mittlerweile. Und das ist halt auch eine ganz spannende Sache. Das zählt für mich zur Wirtschaftsdemokratie dazu. Also Wirtschaftsdemokratie kann ja unterschiedliche Ebenen haben. Genau. Kann auch erstmal bedeuten, zumindest im Prozess dieser Transformation, wenn wir sozusagen raus wollen aus fossilen Energien im Stahlbereich, im chemischen Industrie und so weiter und so fort, dass die Beschäftigten, Autoindustrie natürlich, ne, dass die Beschäftigten darüber mitbestimmen, wie diese Transformation abläuft. Bis hin eben zu diesen Sachen, wo es zarte Pflänzchen gibt, wie gesagt, wo sozusagen auch Beschäftigte quasi ihren Betrieb übernehmen. Glaubst du auch? Also da bin ich aber ehrlich gesagt erst am Anfang, deswegen wäre ich sehr, sehr gespannt darüber und werde da nochmal ein bisschen bei dir auch reinschauen. Ja, da gibt es also sehr starke Bemühungen. Zum Beispiel Jeremy Corbyn hat sich dafür eingesetzt in England. In Italien ist das ein starkes Thema, in Amerika ist das ein starkes Thema. Die Linken auf der ganzen Welt gehen diesen Weg. Also das ist vollkommen klar, dass sie diesen Weg gehen und mehr in diese Richtung tun wollen. Und ich glaube auch, dass diese Demokratisierung der Betriebe
den Menschen natürlich tatsächlich gewisse Macht in die Hand geben würde. Weil wenn sie über die Betriebe bestimmen können, können sie auch über die Wirtschaft bestimmen zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wie man auch den Klimawandel bekämpfen kann. Und die Umweltverschmutzung und die Verschwendung und alle möglichen Fragen. Weil ich glaube nicht, dass irgendwer, der in einem demokratischen Betrieb ist, dafür stimmen wird, dass man seine Umgebung, in der er lebt, kaputt macht, während ein CEO das durchaus machen könnte. Weil er zieht ja weiter dann irgendwann, dem ist das egal. So. Und deswegen, also wie siehst du das? Siehst du das auch als einen Weg, diese Demokratisierung der Wirtschaft, dass sie verdammt wichtig ist, um dem Klimawandel dem zu begegnen? Ja, wie gesagt, wir behandeln das Thema ja auch im Kontext von Transformation der Wirtschaft und der Industrie. Und wir sagen ja auch ganz klar, wenn es Staatshilfen gibt auf der einen Seite, soll es schon auch gebunden werden an Mitbestimmung mindestens und Einhalten bestimmter Rechte sozusagen, einer gewerkschaftlichen Mitbestimmung auch. Und Mitbestimmung eben über die Art und Weise, wie diese Transformation abläuft. Bis eben hin zu dem anderen Punkt, das finde ich spannend. Also den Gedanken kann man auch nochmal ausbauen. Weil eben haben wir gesprochen über dieses, wo du sagtest, ob da nicht das, ich sage, formuliere es einfach mal so, dieses DDR-Ding da mitschwingt. Ne? Und ich glaube eben auch so aus so einer historischen Perspektive heraus, ein zentraler Fehler in der DDR, gab viele Fehler in der DDR, war, dass es eine Verstaatlichung war und dass genauso wie heutzutage auch in der DDR das so war, dass die Arbeiterinnen quasi mit dem, was sie produziert haben und wie sie produziert haben, dass ihnen als etwas Fremdes gegenüber trat, eben da in der Form nicht von Unternehmen oder großen Konzernen, sondern in Form des Staates. Und ich glaube, dass eben, wenn du eine Demokratisierung willst, auch in der Wirtschaft willst, das eben nicht nur Verstaatlichung heißen kann. Also ich glaube schon, dass bestimmte Bereiche verstaatlicht gehören, also beispielsweise Netze. Ne? Dass es gerade bei Unternehmen eben auch eine Frage der Vergesellschaftung ist. Das heißt, eine reale Mitbestimmung, dass nicht irgendwie der große Moloch-Staat quasi als bürokratisches Monster ankommt und das mitbestimmt, sondern dass die Menschen das mitbestimmen. Insofern finde ich, ist das auch eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ja. Wie wir da in dem Bereich auch Demokratie ausweiten können. Ja, harte Frage von meiner Seite. Findest du, war die DDR sozialistisch? Oder war das Sozialismus? Also in dem Sinne, wie ich mir Sozialismus vorstelle. Sozialismus heißt für mich Freiheit und Gleichheit. Und für mich ist dieses Ziel eine Assoziation, worin die freie Entwicklung des Einzelnen Bedingung der freien Entwicklung aller ist. Das ist sozusagen für mich der Grundanspruch. Und der war in der DDR überhaupt nicht gewährleistet. Mhm. Und insofern hat es sich so genannt. Aber ich glaube, dieses Wort real existierend kannst du auch satirisch auffassen oder distanzierend auffassend und sagen, ja, war halt so wie es ist, aber war nicht der Sozialismus, den wir wollen. Weil es für mich eben heißt, du darfst eben Freiheit und Gleichheit nie trennen und Freiheit nicht als die neoliberale Freiheit, sich zu vermarkten, sondern Freiheit als die wirkliche Freiheit von Entwicklung und Selbstermächtigung in einem Staat. Freiheit zu etwas, ja. Also ich würde, genau, so wie du das jetzt beschrieben hast, dass die Betriebe im Staatsbesitz waren, ich nenne das Staatskapitalismus. Für mich war die DDR definitiv nicht sozialistisch und auch nicht Sozialismus, also definitiv, ja, ganz klar. Und deswegen habe ich gefragt, weil ich dachte, für dich müsste das eigentlich eher auch eindeutig so sein, dass das eigentlich ja kein Sozialismus war. Und ich finde, die Linke könnte sich... Zumindest nicht der, den ich mir vorstelle, ne? Und den wir uns als Linke eben auch vorstellen. Deswegen die klare Abgrenzung mit demokratischer Sozialismus. Genau. Und ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, für die Linke gerade zu sagen, sehr klar herauszusagen, nein, das, was die DDR war, das ist nicht, was wir wollen. Und das ist irgendwie sehr wichtig. Deswegen habe ich das gefragt, so, man muss das sehr klarstellen. Weil gestern war ja wieder Tag des Mauerbaus, oder was war gestern?
Und Richtig, genau. Ich habe da gestern Zitat von Oscar Wilde. Kann genau. ich sehr, sehr empfehlen. Finde ich lustig. Die letzten Gespräche, die ich hatte, waren immer sehr, sehr, sehr konkret. Das heißt, wie läuft das exakt mit der Energiewende? Welche Maßnahmen? Jetzt sprechen wir auf so einer philosophischen Ebene fast. Finde ich super. Genau, Tag des Mauerbaus gestern, und ich habe ein Zitat von Oscar Wilde gepostet aus seinem Essay Der Sozialismus und die Seele des Menschen, also The Soul of Man under Socialism, übersetzt von Gustav Landauer ins Deutsche übrigens. Sehr spannend. Also Anarchist, Münchner Räterepublik, so als Stichwort. Und der Passus oder dieser eine Satz heißt, und wir müssen erkennen, so sinngemäß, dass es mit dem autoritären Sozialismus nicht geht. Und ich glaube, das ist einfach das Zentrale, ne? Ja, absolut. Also hier auf diesem Kanal, das ist dir wahrscheinlich nicht bekannt, aber auf diesem Kanal sind autoritäre Sozialisten nicht erlaubt. Also bei uns ist das, herrscht hier Tenki-Verbot, wie ich das nenne. Also sozusagen die Stalinisten und alle diese Marxist-Leninisten sind eigentlich hier nicht erlaubt auf dem Kanal, weil ich auch der Meinung bin, dieses Gerede von irgendwelchen Revolutionen und Bolschewiken und so ist einfach ja, kontraproduktiv und führt einfach nirgendwo hin. Und so eine Linke von heute muss sich ganz klar davon abgrenzen und einfach sagen, das ist nicht der Weg. So, für mich, Ja, von meiner Seite. So. wobei in der russischen Revolution müsste man dann auch darüber diskutieren, wann waren sozusagen die Punkte, wo eine Entwicklung in eine andere Richtung noch möglich war, ne? Also, aber das hieße jetzt wirklich ganz tief einsteigen in die Vielleicht Frage der Geschichte, ne? vielleicht Also, wo wäre es waren andere Optionen noch wichtig, vielleicht, möglich? vielleicht wäre es gut gewesen, keine Säuberungen zu machen und Ja, die beispielsweise, Kronstädter genau. Matrosen nicht abzuknallen, als sie mehr Demokratie wollten und eigentlich das wollten, wofür sie gekämpft haben, nämlich Demokratie. Ja. So wäre das irgendwie ja, ein guter Anfang gewesen. Aber ja, ich glaube, das ist diese Trennung ist sehr wichtig, weil letztens haben wir uns hier das Gespräch angeschaut zwischen dem Lindner und der Wissler. Die haben sich ja getroffen bei der Maischberger. Und dann haben sie darüber Ich habe geredet. es leider noch nicht sehen können, weil ich da Ja, unterwegs war. wir haben uns das hier zusammen angeschaut und ich muss sagen, so, da wurde sich zu wenig distanziert von Seite der Linken und zu wenig Populismus betrieben, meiner Meinung nach. Also ich finde, die Linke kann ein bisschen dreister sein, ganz ehrlich, und ein bisschen lebendiger und freier die Gegner angreifen. Einfach mal reingehen, also Ich ins Volle. gebe dir vollkommen recht. Also ich glaube, wir müssen einfach mutiger werden und offensiver werden. Ich meine, wenn ich mir anschaue, welche Verheerungen dieser Neoliberalismus, diese Marktradikalen wie Lindner und andere in unserer Gesellschaft verursacht haben, allein schau dir das Gesundheitswesen einfach mal an, schau dir das Pflegewesen an, aber schau dir auch an, wozu es führt, wenn du sagst, beim Klimawandel, okay, wir vertrauen einfach der deutschen Wirtschaft, machen hier und da ein paar Anreize und dann wird das irgendwie schon klappen. Das hat ja in den letzten 30 Jahren nicht geklappt, ne? Und ich glaube, dass man die dafür viel, viel schärfer angreifen muss und viel mehr betonen muss, dass wir halt jetzt andere Ansätze brauchen und dass wir diese Ansätze eigentlich kennen, dass die eigentlich auf dem Tisch liegen, ne? Zum Greifen nah sind quasi, nur man den Mut braucht, das auch zu machen. Jetzt gerade auch, was die Bekämpfung der Klimakatastrophe angeht, ne? Aber warum ist die Linke nicht populistisch? Also, oder wenn ich sage populistisch, meine ich jetzt, da gibt es sehr viele also Graustufen. Man kann populistisch sein, so wirklich schon, dass es nichts mehr mit Inhalten zu Ja, tun hat. Und ich weiß, was du damit meinst, ja. ja, aber vielleicht wissen die Zuhörer das nicht, deswegen betone ich das nochmal. So, Richtig, es ja. könnte sein, dass die Leute, die zuhören, nicht ganz verstehen, was ich meine. Weil man muss da schon vorsichtig sein, aber ich glaube, ein bisschen so, wie du gerade gesagt hast, Lindner, der Marktradikale. Das hat mir einfach gefehlt, dass zum Beispiel Wissler darauf viel öfter hinweist, dass sie viel öfter reingeht und einfach sagt, ihr magt Extremisten sogar. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ihr magt Extremisten. Ja? Und dass man da mehr pusht in diese Richtung. Und da gibt es aber immer diese Angst vor Populismus in der Linken. Und ich weiß nicht, es hängt damit zusammen, dass man Angst hat, dass das dann in Antisemitismus ausschlägt und so, aber ich glaube, ich sehe da nicht so eine große Gefahr, wenn man das ordentlich macht und wenn man einfach immer die Systemkritik vor der persönlichen Kritik stellt. Aber woran scheitert es?
Woran scheitert es? Weil ich meine, Sarah Wagenknecht hat ja irgendwie auf eine Art Populismus jetzt gewagt. Hat übertrieben in meinen Augen. Man kann das deutlich besser machen, aber sie hat es zumindest versucht und es kommt gut an. Hätte sie nicht gewisse Themen angesprochen, wie zum Beispiel hätte sie nicht von diesen marginalisierten, skurrile Minderheiten, hätte sie nicht solche Sachen gesagt, wäre das erfolgreicher gewesen, auch bei den Linken. Aber sie ist dann ins Volle gegangen. Genau das ist der Punkt. Ich find auch Sarah trifft einige Punkte auch in der Ausgangsanalyse und schießt an anderen Punkten übers aus, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ja. Aber ich glaube, dass wir als Linke eine viel, viel klarere Sprache wieder brauchen und eine einfachere Sprache. Und zwar keine einfache Sprache, die verfälscht. Mhm. Also wenn ich erzähle, ich bin gegen die Diktatur der Banken, dann verfälsche ich einfach, weil wir sind in Deutschland nicht in der Diktatur der Banken, genau, sondern Macht wird halt auf unterschiedlichen Ebenen ausgeübt. Aber wenn ich sage, ich will die Macht der Banken in die Schranken weisen, dann spreche ich sehr einfach, aber verfälsche nicht. Und wenn ich Lindner als Marktradikalen bezeichne oder als Marktextremisten, bringe ich sozusagen den Kern auf den Punkt. Genau. Weil er sozusagen das Gesellschaftliche eliminieren will und alle zu Einzelwesen, die am Markt agieren, quasi machen will. Das ist im Prinzip Neoliberalismus auf den Punkt gebracht, ne? Genau. Und das fasse ich in diesen einen Begriff zusammen und verfälscht dann aber nicht. Ja. Und sie versuchen das noch als etwas Positives zu verkaufen, in dem Sinne, dass das sozusagen sehr gut ist, weil das Individuum ist dann frei und bloß keine Kollektivisierung, was aber im Endeffekt nicht Kollektivisierung, sondern Verantwortung gegenüber Mitmenschen ist. Aber sie nennen das Kollektivisierung und die Rücksichtslosigkeit ist dann Individualisierung. Aber das muss man Menschen mal erklären und das ist halt schwierig, wenn man bedenkt, dass die meisten Zeitungen halt tatsächlich dann das so auch so verbreiten. Und wie kommt die Linke, ich glaube, das ist meine Frage, wie kommt die Linke dorthin, dass sie richtig verstanden wird? Weil ich habe das Gefühl, heute wird sie nicht richtig verstanden. Richtig, also ich glaube, ein Stück weit hast du damit recht, weil wenn ich in unser Wahlprogramm reinschaue, dann ist es ein Wahlprogramm, was sehr, sehr konkret ist. Sehr, sehr konkrete Maßnahmen, konkretere Maßnahmen definiert als alle anderen Parteien. Was unser Staatswesen wieder auf vernünftige Füße stellen würde, also um den Klimawandel zu bekämpfen, um die notwendigen Investitionen in Bildung und Infrastruktur zu tätigen, auch in dieser Transformation sozusagen. Ne? Das ist vernünftiger im Sinne von so einer aufklärerischen Vernunft als alle anderen Programme. Und trotzdem kommt es nicht rüber. Ich glaube, ein Punkt natürlich ist diese Zerstrittenheit. Ich glaube, Linke müssen immer erkennen, dass es bei allen Unterschieden immer einen gemeinsamen Kern gibt, der Solidarität heißt, wie auch immer, solidarische Gesellschaft. Und zum anderen glaube ich, wir müssen rauskommen aus so einer Verängstigung, dass man uns für die Sachen kritisiert, für radikal hält oder so, weil also ich erinnere daran, als Hinze diese rote Sockenkampagne gefahren hat, hat uns das nicht sonderlich geschadet, sondern im Gegenteil, es hat uns ins Gespräch gebracht, um diese Abgrenzung auch zu haben, um dieses Gegenbild zu haben. Und ich glaube, wir brauchen wieder diese gesellschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung, weil wenn du auf diesen Wahlkampf schaust, kannst du ja wirklich verzagt werden. Das ist so ein Bullshit-Wahlkampf, das ist einfach unerträglich. Ja, also du meinst im Sinne von, dass es ein Bullshit-Wahlkampf ist, weil eher auf Persönlichkeiten und Personenkulte gegangen wird, anstatt auf Inhalte, während die Linke mit Inhalten versucht zu punkten. Na, warum geht die Linke dann nicht mehr auf, nicht Personenkult, aber auf persönliche, wie soll ich sagen, also auch auf diesen eben Populismus. Wieso passiert das nicht tatsächlich? Die Antwort fehlt mir noch. Also wir haben Persönlichkeiten, die das können. Die das Sarah Wagenknecht. Auch Janine kann das. Ja. Auch wenn du nach Hessen guckst, einige wirklich fantastische Reden da, auch im Landtag beispielsweise. Oder Susanne, die Geste mit dem Blumenstrauß. Ich weiß, sie ist absolut stabile Antifaschistin und hat eine Menge auf den Kasten. Aber ich glaube ein bisschen die Verschwörung. Ich glaube, dass wir einfach da aus dem Quark kommen müssen und
das viel, viel stärker und viel einfacher wieder kommunizieren müssen. Ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen. Auch vielleicht bei den Medien immer geschrieben, ja, Linke ist ja immer so utopisch und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir uns einfach wieder vorstellen müssen, wie es anders werden kann und wie eine Gesellschaft anders organisiert sein kann. Und aus diesem Zeug rauskommen müssen, Merkel in ihren Reden immer, ne? Die redet ja immer auch nur über die Lasten des Klimaschutzes, anstatt mal, ja. Das liegt ja auch in ihrem Wesen, ne? Aber man müsste eben darüber reden, was es bringen kann, wie unsere Gesellschaft solidarischer organisiert sein kann, wie unsere Produktion, unser Konsum anders aussieht, wie wir solidarisch mit unserer Umwelt sozusagen oder achtsamer sozusagen umgehen und dass eben Lebensqualität nicht gleich unbegrenzter Konsum ist, sondern dass eben Lebensqualität eben nochmal was anderes ist. Was ja irgendwie selbstverständlich sein sollte für alle Menschen. Der Punkt ist nur, wie erreicht man sie? Ja, sollte, genau. Wieso ist es wirklich, liegt es nur an der Propaganda, dass man die nicht erreicht? Also Gegenpropaganda, sage ich mal, die verdammt stark ist, von Seiten der Kapitalisten. Ist das der Punkt? Grob gesagt. So, wie gesagt, einmal haben wir auch gesagt, die einfache Sprache. Die Linke muss bei allen Differenzen deutlich machen, was das Verbindende der Politik ist, linker Politik ist. Und ich meine, dass der Gegner nicht in den eigenen Reihen ist, sondern da draußen. Ja. Der dritte Punkt ist, ja, auch die neoliberale Ideologie. Das ist der Witz, dass in diesem wunderbaren Essay von Oscar Wilde, der für mich gleich neben dem Kommunistischen Manifest steht, dass in diesem wunderbaren Essay der schöne Satz drin steht, auch wieder sinngemäß, weil ich das jetzt gerade nicht hier liegen habe, hätte ich mal hier hinlegen müssen, ein toller Satz neben dem anderen. Der Satz, wir leben in einer Gesellschaft, in der es wichtiger geworden ist zu haben und nicht mehr wichtig ist zu sein. Mhm. Und ein Stück weit ist das einfach die Ideologie des Neoliberalismus auf den Punkt gebracht. Ne? Du hast die Wahl zwischen Pepsi oder Coke und bist sozusagen Einzelwesen, was diesem gegenübersteht. Aber die Beziehungen der Menschen stehen halt nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die vermeintlichen Bedürfnisse der Menschen, eine möglichst große Auswahl zu haben. Ja. Beispielsweise. Ja, sozusagen der freie Markt, der dann auch in soziale Kontakte greift quasi. Ja. Genau. Und am Markt bist du dann sozusagen auch, um dich sozusagen zu verwerten und dich anzubieten. Genau. Ja, ich eben hier als linker Kanal habe halt immer Leute von der Partei, also die Partei, von Leuten, die die Grünen wählen. Und Leute natürlich, also die am meisten Leute, die Linke wählen, sind hier. Der Punkt ist, vielleicht für die Leute, die Partei wählen oder die Grünen wählen, warum sollten sie lieber die Linken wählen? Also ich versuche es ihnen niemand zu erklären, aber ich glaube, es wäre auch mal interessant, dass du das mal erklärst, so als jemand, der direkt von der Partei kommt. So. Warum die Linken und nicht die Grünen? Also eine Sache habe ich vorhin gesagt, System Change, not Climate Change. Wir vertrauen nicht darauf, dass es reicht, den Kapitalismus grün anzumalen, sondern wir brauchen eine Alternative in der solidarischen Gesellschaft. Zweiter Punkt, ganz pragmatisch, die Linke ist die einzige Partei, die glaubhaft von sich sagen kann, sie wird niemals eine Koalition mit der CDU da eingehen. Also sind wir tatsächlich die einzige Partei. Dritter Punkt ist, wir sind nicht käuflich. Und was ist mit den Steuern? Steuern sind ja auch wichtig. Das ist ja auch irgendwie, gab es ja letztens die Geschichte unter 6.500. Habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Ne? Wir sind die für die 94% theoretisch. Das heißt, 94% der Bevölkerung werden bei uns entlastet. Und ist natürlich auch ein Argument. Klar, natürlich. Ja. Auch ein populistisches und ein einfach verständliches. Ne? Jeder, der unter 6.500 Euro im Monat verdient, wird von uns entlastet. Und die mehr, weniger haben, werden natürlich mehr entlastet. Und die viel haben, werden natürlich weniger entlastet. Logisch.
Ja, das Problem nur, wenn du sagst, irgendwie so, die, ihr seid die einzige Partei, die da die mit der CDU koalieren. Ich glaube, nicht. Nicht koalieren, sorry. Ich glaube, das kommt natürlich so nur halb bei den Leuten an, weil sie denken sich, ihr habt eh keine Chance, mit ihnen zu koalieren. Also ihr kommt ja gar nicht so weit, weil die Frage ist, so womit man jetzt spekuliert ist, schafft die Linke überhaupt die 5% sozusagen? Bleibt die Linke überhaupt im Bundestag? Das ist das, wo die... Von diesem Gerede hat... Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so das, was diskutiert wird. Ich verstehe, was du meinst. Ja. So, und ja. Die Frage ist halt, wie sehr ist ein Argument sinnvoll, wenn man den Leuten sagt, so, ja, wir werden nicht mit der CDU koalieren. Und die Antwort, die ich oft im Internet finde, ist, ja, eh nicht, hier kommt es ja nicht mal so weit. So, wie begegnet man dem? Weißt du, was ich meine? So, wie begegnet man diesem Ding da? Also, was soll man dazu sagen? Ich glaube, du musst einfach deutlich machen, wie notwendig es ist, dass du eine linke Partei im Parlament hast, weil wir gezeigt haben, dass wir die einzige stabil soziale Partei sind. Wir sind die einzigen, die den ganzen Hartz-IV-Scheiße nicht mitgemacht haben, die Rentenkürzungen nicht mitgemacht haben. Wir sind die einzigen, die klar gegen Waffenexporte einstehen, beispielsweise. Und die jetzt in der Corona-Krise, das ist ja das Absurde dieses Wahlkampfes, was ich ja eben meinte, dass nicht darüber diskutiert wird. Warum wird nicht darüber diskutiert, wie wir diese Krise auch wirtschaftlich bewältigen? Wenn du dir Programme von FDP, CDU und natürlich auch AfD anguckst, weißt du, dass da im Hintergrund die reaktionäre Krisenbewältigung sozusagen schlummert, weil beide sagen, wir wollen noch, oder also CDU und FDP sagen, wir wollen noch keine Steuern erhöhen. Aber gleichzeitig wollen sie Schuldenbremse und auch Olaf Scholz will, dass die Schuldenbremse wieder greift. Aber wenn man dann Tacheles redet, irgendwoher muss das Geld kommen. Und wenn du mit diesem reaktionären Instrument der Schuldenbremse arbeitest, heißt es halt einfach, du musst an anderer Stelle drastisch kürzen. Und wo das ist, im Zweifelsfall haben wir gehört. Und deswegen ist es schon eine Frage, ob du eine Stimme einer Partei gibst, die dann mit der CDU regiert und so ein reaktionäres Krisenprogramm durchdrückt oder nicht. Ja, was meinst du genau mit reaktionäres Programm? Vielleicht kannst du das mal ausführen, was das eigentlich bedeutet. Weil es kann sein, dass es Leute gibt, die nicht verstehen, was reaktionäres Programm bedeutet. Klar. Weil du hast ja reaktionäres Begegnen der Krise gesagt. Ich meine, ich verstehe, was du meinst, aber kannst du vielleicht erklären, wie das... Ich mach's einfach mal deutlich. Also es gibt immer wieder Krisen im Kapitalismus, bewegt sich sozusagen in Krisen fort. Eine ganz zentrale ist die Anfang der 30er Jahre und die Reaktion darauf. Die Reaktion war, man streicht das Staatswesen zusammen. Massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit, massiver Anstieg von Obdachlosigkeit, von Armut sozusagen. Dann Finanz- und Wirtschaftskrise. 11, 12 Jahre jetzt zurück oder so, wenn ich richtig bin. Ja. Und da haben auch viele dann gedacht, also Stichwort auch Occupy und sowas, das könnte eine Chance sein, sozusagen das Finanzwesen auf solide Füße zu stellen und dass wir solidarischer miteinander umgehen und dass wir mehr Gerechtigkeit haben. Die Reaktion war dann die neoliberale Peitsche. Quasi. Die hat uns in Deutschland nicht so getroffen, weil Deutschland als Exportnation dieses Modell quasi relativ schnell retten konnte. Aber wenn du dann schaust, welche Verheerung es in Griechenland angerichtet hat, der Sieg von Syriza war ja eine Antwort darauf, auf diese neoliberale Austeritätspolitik. Das heißt, Zusammenstreichen des Gesundheitswesens, Kürzen der Renten, Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und so weiter und so fort. Das waren ja Sachen, die Schäuble da als Finanzminister durchgedrückt hat. So, und jetzt Anfang der Corona-Krise wieder. Anfang der Corona-Krise, ich denke ja auch manchmal, ich bin ja auch echt manchmal zu idealistisch, habe ich auch gedacht, oh, jetzt reden Sie über die Systemrelevanten. Ja, dann haben Sie vielleicht jetzt ja doch mal was begriffen. Das heißt jetzt wahrscheinlich, dass die Menschen in der Pflege besser ausgebildet werden, dass die mehr Lohn kriegen, mehr Anerkennung haben, Arbeitsentlastungen bekommen. Was haben Sie gekriegt? Sie haben Klatschen im Bundestag gekriegt.
Und sie haben eine, in den Pflegekreisen wird das bezeichnet als Schweigeprämie sozusagen, Schweigegeld wird das gesagt. Ne? Sie haben eine Einmalzahlung, ich glaube 200 Euro oder so gekriegt. Und an den Strukturen in der Pflege hat sich einfach nichts geändert. Und das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, Superreichen sind noch superreicher geworden sozusagen und die kleinen und niedrigen Einkommen sind gesunken insgesamt. Und jetzt die Frage, wie geht es weiter angesichts dieser massiven Belastung des Staatshauses, Haushaltes durch Schulden? Kannst du erstmal sagen, Schulden sind fiktiv, aber wenn du diese Schuldenbremse hast und die greift, bedeutet das zwangsweise, dass massiv gekürzt werden muss. Und massiv gekürzt werden wird zum Beispiel in den Kommunen bei den freiwilligen Leistungen. Freiwillige soziale Leistungen sind zum Beispiel Schwimmbäder, ist zum Beispiel Klimaschutz in den Kommunen. Das sind alles freiwillige Leistungen sozusagen, also überflüssiger TINF wie Klimaschutz und ähnliches. Und das heißt, wo wird da rangegangen? Und natürlich ist es schon angeklungen, Erhöhung Renteneintrittsalter und ähnliche Sachen. Und die CDU will gerne auch einige Sachen, die ja jetzt in der Großen Koalition durchgekommen sind, was Rentenversorgung und ähnliches angeht. Ne? Das sind alles kleine Pflänzchen oder so, aber will sie alle rückgängig machen. Und das heißt, es ist die Frage, wie wird auf diese Krise reagiert? Wie es immer nach Krisen in unserer Gesellschaft, die Frage ist, welche Reaktion gibt es da drauf? Und genau. Darüber wird kaum diskutiert. Ja, und es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Entweder sozusagen, wenn eine Krise passiert, stärken wir die unteren Schichten, sage ich jetzt mal, und tragen was dazu bei, dass die Krise nicht mehr passieren kann. Oder wir werden reaktionär, schließen uns ein und fahren alles ein und beschränken wieder die unteren Leute sozusagen. Also das ist dieses, genau wie es in den 30ern, was du erwähnt hast, so zwei Möglichkeiten gab es. Entweder mehr Gleichwertigkeit und Gleichheit für Menschen oder, also Gleichberechtigung und Chancengleichheit, oder wir gehen in den Faschismus rein. Und also das ist dieses Reaktionäre quasi, wenn man die Krise dafür verwendet, um sozusagen mehr Autorität eigentlich auszuüben und diejenigen zu beschränken, die nicht beschränkt werden sollten. So, oder? Und ich meine, also, richtig, und wenn wir ehrlich sind, die Wahlerfolge der AfD im Osten beispielsweise sind auch Ergebnis einer Krise. Und zwar einer nachgelagerten. Und zwar von 89-90. Das heißt, der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft, die Abwicklung, die Massenarbeitslosigkeit, der strukturelle Bruch, die Auflösung von sozialen Einrichtungen, Kindergärten und so weiter und so fort. Und dieser strukturelle Bruch im Osten hat noch immer Nachwirkungen und ist noch immer ein zentraler Grund mit, auch in der Erzählung, auch in der rechten Krisenerzählung im Osten sozusagen. Und deswegen ist eben eine Krise, wenn sie nicht auf Ausgleich und auf sozialen Zusammenhalt damit gelöst wird sozusagen, dann ist eine Krise auch immer eine Gefahr für eine Demokratie. Und ich glaube, dass wir das ein Stück weit eben auch erleben, zumindest mit einem Teil der Bevölkerung, der sich von der Demokratie abwendet. Und das ist schon eine Gefahr für eine Gesellschaft. Genau. Jetzt gibt's das Ding, weil ich das vorher erwähnt habe. Gestern hat ja Elon Musk den Laschet getroffen. Ja, zum Beispiel ist nach Deutschland gekommen, hat ihn getroffen. Und das Interessante ist, ich habe dann heute erfahren, dass Elon Musk ich paraphrasiere jetzt, es ist nicht ganz richtig, aber er bekommt auf jeden Fall Geld aus der alten DDR-Kasse. Ja, das 9 Millionen oder sowas, ne? Richtig, richtig. Das heißt, das alte DDR-Geld quasi sozusagen, was im Osten geblieben ist, was sozusagen an die Opfer des DDR-Regimes kommen sollte, davon kriegt jetzt Elon Musk tatsächlich dieses richtig. Geld. Und die gleichen Leute aber so von Laschet über Merz, über Dings, haben ja gestern zum eben Tag des Mauerbaus, haben sie ja alle gepostet, so nie wieder Sozialismus und DDR, dies, das. Und dann nehmen sie dieses Geld der Opfer tatsächlich und geben es jemandem wie Elon Musk, der kommt, wo das Problem ist, dass er jetzt einen Konzern bringt, der die Wasserversorgung in dieser Region gefährden könnte. Das ist einfach so. Ja, das ist absurd. Ja.
Komplett, komplett absurd. Genau, genau. Das sollte, glaube ich, auch für sozialen Ausgleich genommen werden und so weiter und so fort. Also, ja. Also, als ich das gelesen habe, heute gelesen habe, habe ich auch gedacht, das sind so Sachen, die kannst du ja echt gar nicht vorstellen. Das ist übrigens. Genau, er hat ja gesagt, wir eine Linke im Parlament brauchen. Ne? Ja. Geht zurück auf eine Anfrage der Linken übrigens. Die Linke hat das aufgedeckt. Auch dafür brauchen wir eine Linke im Parlament, weil wir können immer, immer wieder über unsere Anfragen einfach Sachen an die Öffentlichkeit bringen, wo andere eigentlich ungern wollen, dass das an die Öffentlichkeit kommt, wie diese Sache. Wer regiert eigentlich in Brandenburg? Ich glaube, es sind die Grünen, CDU und SPD, oder? Boah, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine schon, ja. So sehr sitze ich nicht in Deutschland, dass ich das Bundesland für Bundesland weiß. Also so einfach ist es da nicht. Aber es ist irgendwie sehr seltsam, das Ganze, ja. Und ich finde das ja so sympathisch, eben, wenn du, was du vorher gesagt hast, dass sie ja eben nicht Spenden von Konzernen kriegt und dass sie eben als Opposition sozusagen immer wieder das rausbringt, weil ihr habt es nicht zu verlieren. So, und Elon Musk hat ja sogar eben gesagt, so, ja, aber es regnet so viel in Deutschland. Ich meine, das ist eine so Verhöhnung von den Flutopfern, finde ich. Und das ist so extrem einfach, was da passiert. Und trotzdem... Ja, ich frage mich auch immer, wie man da an dem Punkt abfeiern kann. Weil auf der einen Seite sagen wir, hört auf die Wissenschaft. Okay, aber die Wissenschaft sagt, dass gerade in der Region noch immer massiv Dürre herrscht im Boden, ja. Und dass das besonders gefährdet ist durch den Klimawandel, gerade diese Region zum einen. Und zum anderen, was bedeutet Tesla? Was ist das für ein Eingriff an in Mitbestimmung, in Tarifgebundenheit beispielsweise? Ne? Ja. Also das sind doch Sachen, die muss man mitbedenken. Also wenn man gerade über so eine Schiene nachdenkt von Klimagerechtigkeit, da kannst du ihn doch nicht einfach vorbehaltlos abfeiern. Ne? Und es ist schön, ja. Und gut, Elektromobilität zum Durchbruch verholfen, gibt einige spannende Ansätze in Batterietechnologie und so weiter und so fort. Kapitalismus bringt eben auch immer mal wieder Innovationen hervor. Ne? Brauchen wir ja nicht drüber reden. Also alle, die das nicht sehen, verkürzen das Ganze, glaube ich. Aber gleichzeitig muss ich doch auch sehen, dass er einfach ein drastischer Ausbeuter ist. So, Punkt. Genau, das ist einfach der Punkt, weil du gesagt hast, wie kann man den abfeiern? Der hat ja auch jetzt während der Corona-Zeit irgendwie verlangt, dass seine Arbeiter weiterarbeiten, zerschlägt Gewerkschaften und schmückt sich quasi so mit dem, mit dem Verdienst seiner Forscher und seiner Angestellten. Er kriegt den ganzen Lob ab, er ist so das Genie, während sie die ganze Arbeit machen und er quasi so, ja. Und da steht jetzt, er bringt doch Arbeitsplätze. Ja, na klar, er bringt Arbeitsplätze. Die Frage ist nur, nützen diese Arbeitsplätze tatsächlich den Menschen vor Ort? Weil die Arbeitsplätze werden eben unter diesen Gewerkschaftsverboten und anderen Widrigkeiten stehen, wie es halt bei Konzernen immer ist. Und weil du jetzt das Klima erwähnt hast und du ja der für Klima verantwortliche Linke bist, sage ich mal, was kann man tun gegen diesen Klimawandel jetzt, for real, also jetzt so wirklich konkret? Was sind die Wege? Wie viel Zeit hast du? Neun Jahre haben wir gelernt. Also, was, 9 Jahre soll die Sendung dauern? Ach so, du meinst, wie viel Zeit ich habe? Ich hab 9 Jahre. Wir haben alle 9 Jahre. Ich kann natürlich ewig drüber referieren, das ist das Problem. Dann schmilzt Twitch. Weil das ist schon echt ein richtig fettes Problem, was wir da angehen müssen. Ich kann ja so ein paar Basics einfach mal nennen. Ne? Ja, bitte. Wir brauchen eine Energiewende in Bürgerinnenhand, weil nur das schafft Akzeptanz. Das heißt, keine Energiewende der Konzerne, sondern eine Energiewende, die auf Kommunen setzt, die auf Stadtwerke setzt, die auf Genossenschaften setzt, die auf Bürgerinnenenergie setzt, die auf Dezentralität auch setzt. Mit einem drastischen, massiven Ausbau erneuerbarer Energien, also brauchen wir Vier- bis Verfünffachung früherer Kohleausstieg beispielsweise, weil die 7 größten Dreckschleudern Europas stehen eben einfach in Deutschland, das sind die Kohlekraftwerke. Du brauchst eine radikale Verkehrswende, also nicht nur einen Technikwandel, das heißt, du hast nichts gewonnen, weniger gewonnen sozusagen, wenn du Verbrennungsmotoren durch batteriebetriebene ersetzt. Also E-Mobilität ist erstmal wichtig und wir werden das brauchen.
aber weil eben beispielsweise ländliche Regionen nicht so angeschlossen sind, wie wir das gerne wollen und so weiter und so fort. Mit einer starken Bahn, mit einer Bahn, die keine Aktiengesellschaft mehr ist, und mit dem Ausbau von ÖPNV, ökologischem Verkehrsverbund und so weiter und so fort. Du wolltest was sagen? Ja, also kurz gesagt, wenn ich das so zusammenfassen kann, wir versuchen diese ganze Wende zu demokratisieren und in die Hände der Menschen legen, anstatt in die Hände der Konzerne. So irgendwie würde ich das zusammenfassen. Und nur die Frage ist, oder? Also eigentlich ist das, ja, zum einen ja, aber zum anderen, es ist ja eigentlich so gestartet. Also die Konzerne wollten diese Energiewende nicht, ne? Die haben in den 90er Jahren großflächige seitenweise Anzeigen in den Tageszeitungen geschaltet. Wenn wir mehr als 4% Ökostrom im Netz haben, wird in Deutschland das Licht ausgehen, ne? Mehr als 4%, wir weiß ja jetzt, wir haben 40-50% jetzt gerade Ökostrom und es ist nirgendwo das Licht ausgegangen. So, und das und ist zu der Zeit sind es Bürgerinnen aber gewesen, die das in die Hand genommen haben und Energiewende selbst gemacht haben. Das ist quasi Energiewende, ist eigentlich ein Projekt von unten gewesen. Ja, und das ist jetzt eine gute Frage, weil viele sagen, wenn wir wenn ihr in Deutschland aus Kohle aussteigt, dann gibt es praktisch nicht genug Strom für Deutschland. Stimmt das? Also aktuell. Ja, dank Bundesregierung. Also ich meine, den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv gehemmt und fast zum Erliegen gebracht. Also springt jetzt gerade wieder ein bisschen an, aber nicht in dem Maße, wie es eben sein müsste. Gerade im Wirtschaftsministerium sind da die Eckpfeiler gelegt worden, um die Energiewende sozusagen auszubremsen, bei Herrn Altmaier und Co., aber auch bei den Energiepolitikerinnen der Union insgesamt, die lieber dann mit Windkraftgegnern beispielsweise kungeln, anstatt was gegen den Klimawandel zu tun. Und das muss man einfach sagen, so da liegt das Problem. Und deswegen, wenn wir Klimaschutz wollen, wenn wir Kohleausstieg wollen, heißt es auf der anderen Seite, du musst den Ausbau von insbesondere von Wind und Sonne massiv ankurbeln. Und würde das der Wirtschaft helfen oder was, wie funktioniert das? Also was macht man mit den Jobs, mit den Leuten, die in der Kohleindustrie arbeiten? Weil das sind ja irgendwie letztens, was ich gehört habe, hunderttausende Menschen, die in der Kohleindustrie arbeiten. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Es sind 20.000, 25.000. Und ich meine, es gibt einen Strukturwandelfonds, ich glaube 40 Milliarden sind das, für den Umbau dieser Region. Damit kannst du vernünftige Sachen machen. Damit brauchst du nicht neue Autobahnen bauen. Damit kannst du die Infrastruktur massiv ankurbeln in den Regionen und kannst zukunftsfähige neue Arbeitsplätze schaffen. Wir haben beispielsweise jetzt in unserem Wahlprogramm massives Jobprogramm vorgeschlagen, wo wir bis 2030 eine Million neue Jobs schaffen können, sozusagen. Und wir haben hunderttausende Jobs in den erneuerbaren Energien. Also das heißt, was da immer wieder erzählt wird, ist auch so Fail-Spellings-ing, sage ich sozusagen. Also klar, wir müssen uns um die Leute kümmern. Wir müssen uns um die Kohlekumpel kümmern. Da haben sie einfach ein Recht dazu und wir haben dazu eine Pflicht. Aber sie werden eben von Altmaier und Co. Werden sie als Instrument genommen, um den notwendigen Klimaschutz und die notwendige Transformation einfach auszubremsen. Und das ist das Problem. Ja, das finde ich auch so ungut, dass sie die ganze Zeit dastehen und dann einfach so tun, als ob die Jobs eben dieser zehntausenden Leute zu schützen wichtiger ist als die Leben von, keine Ahnung, 80 Millionen Deutschen im Endeffekt. Also was der Klimawandel bedrohen wird. Ja, aber man muss es ja nicht auf. Ja, aber man muss es ja auch nicht aufrechnen. Das Geld ist ja da, um denen eine vernünftige Perspektive zu geben und das zu entwickeln. Das Geld ist da, das ist ja der riesige Witz. Und das heißt, es ist einfach nur eine faule Ausrede. Ja. Naja, aber jetzt konkret einmal, interessante Frage habe ich, weil ich habe schon mal mit Leuten von der Partei Die Linke gesprochen, die hier zu Gast waren. So. Und die große Frage ist, Sie haben gesagt, die Partei Die Linke ist eine
partizipative Partei, sage ich jetzt mal. Es wird so darauf, man will, dass die Leute einsteigen und sich selber beteiligen. Es gibt nicht irgendwie so eine harte Führung, sondern man verlangt von Menschen, dass sie da hineingehen und dass sie sich beteiligen und was immer sie demokratisch entscheiden, sozusagen wird umgesetzt, so funktioniert die Partei an sich. Und meine Frage war, kann es sein, dass das kontraproduktiv ist? Auch, also ich bin natürlich 100% für die Idee. Die Frage ist nur, ist das nicht vielleicht kontraproduktiv in dem Sinne, dass die Menschen gar nicht mitbestimmen wollen? Also, dass die Menschen dastehen und sagen einfach... Das erlebe ich komplett anders. Okay. Die Partei... Verstehst du, was ich meine? Nee. Also, die Frage ist so, dass man oft sagt, die Menschen haben keinen Bock, so mitzumachen. Erstmal ist das auch ein Zerrbild, was du eben erzählt hast. Okay. Es ist nicht so Larifari, mal wird das eine mal das andere gemacht. Es gibt ein Programm, es gibt ein Parteiprogramm, das ist auch am Parteitag mal beschlossen worden. Da sind die Grundlinien unserer Politik drin. Also könnten jetzt nicht irgendwie einfach mal so beschließen, Ortsverband oder so, okay, wir finden jetzt Waffenexporte tierisch geil, denn das ist trotzdem gegen unser Parteiprogramm. Und dann, weißt du, wär sozusagen parteischädigend. Sondern es gibt also bestimmte Basis, es gibt eine bestimmte Grundlinie, auf die man sich vereint hat quasi. Und wenn du eintrittst, wenn du Mitglied wirst, bekennst du dich erstmal zu diesem Grundsatzprogramm. So. Mhm. Über die einzelnen Punkte können wir dann diskutieren und man kann das natürlich auch verändern. Aber es ist nicht so wie das Fähnchen im Wind oder so am Prinzip. Das klang bei dir jetzt ein bisschen. Ja, klar. Das ist das eine. Zum anderen erlebe ich aber unsere Partei, also sehr, sehr spannend. Wir haben ja sehr viele neue, junge Mitglieder mittlerweile. Ich glaube, wir sind vom Altersdurchschnitt die jüngste Partei in Deutschland mittlerweile, also noch vor den Grünen. Und da erlebe ich, dass das, was die Leute zusammenbringt, eigentlich genau das ist, Partizipation, Teilhabe. Die wollen das, die wollen teilhaben, sie wollen das weiterentwickeln. Und was eher das Abschreckende gerade für viele Jüngere ist, ist sowas, was ich ganz gerne ein bisschen als Sitzungssozialismus bezeichne. Ne? Also das Abarbeiten von Tagesordnung. Also Tagesordnungspunkt 1, Feststellung der Beschlussfähigkeit. Tagesordnungspunkt 2, Festlegung der Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 3, Protokoll für und so weiter und so fort. Weißt du, ne? Also ganz aus dem FF, aber ist trotzdem nicht das Geilste, was man so in der Partei machen kann. Sondern die Leute wollen beteiligt. Oh je. Yeah. Nein. Achso, warte, jetzt bist du ausgefallen kurz. Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Du warst jetzt weg für... Ab wo? Die letzten 10 Sekunden. Ich glaube so die letzten 10 Sekunden circa. Warst du weg? Also es geht nicht um das Abarbeiten von Tagesordnung, das finden die Leute nicht so geil, das macht die nicht an, sondern wirkliche Teilhabe, das Diskutieren über Inhalte, in Aktivität zu kommen, auf dem Rasen zu sitzen und über grundlegende Themen auch zu diskutieren, wie wir diese Gesellschaft verändern können. Das ist das, wo die Leute richtig Bock drauf haben. Und das macht es eigentlich erst spannend, diese Auseinandersetzung. Deswegen erlebe ich diese Problematik nicht, sondern ich glaube eher, dass die Leute eher abschreckt, wenn so eine Partei zu gedröge, zu grau ist und genau das Bild von Partei bietet, was man sozusagen als das Zerrbild, als das abschreckende Bild sozusagen hat. Also Teilhabe ist eher das, was so eine Partei attraktiv macht. Ja, klar. Ich habe das absichtlich so ein bisschen überspitzt formuliert, weil ich eben ein bisschen populistisch bin und ich mag das irgendwie ein bisschen herausfordernde Fragen zu stellen. Ja, mach. Deswegen wollte ich jetzt auch eine wichtige Frage aus dem Chat stellen, nämlich es wird immer irgendwie so eine Russlandnähe den Linken unterstellt, beziehungsweise es wird gesagt, so die Linke ist, distanziert sich viel zu wenig von Russland. Was sagst du dazu? Also stimmt das? Ist das wirklich so, dass da so eine Russlandliebe vorhanden ist? Also zum einen glaube ich, dass das ist, die Linke ist ein Bündnis. Sagen wir mal, die Linke ist einfach ein Bündnis. Sie setzt sich zusammen nicht aus der einen Linken, sondern aus unterschiedlichsten linken Strömungen, die in die Linke kommen. Also so
wie ich aus der grünen alternativen Jugend mal gekommen bin, was eine ganz andere Richtung eigentlich ist. Andere sind aus der DDR gekommen, andere sind aus einer autoritäreren Linken gekommen und so weiter und so fort. Und bei einigen gibt es schon da eine geringere Kritikfähigkeit gegenüber Russland, sag ich mal. Für mich als Linke ist einfach ganz klar, Menschenrechte sind unteilbar. Und ich muss genauso, wenn es Diskriminierung von Homosexuellen oder anderen Menschen, von Oppositionen in Russland gibt, dann kritisiere ich das, wie ich das woanders auch kritisiere. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass das ja häufig ins andere Extrem umsteht. Ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen der Grünen diskutiert und er hat gesagt, ja, das Problem ist ja, dass ihr nicht für eine starke NATO eintretet, aber wir brauchen eine starke NATO gegen Russland. So, nö. Also dafür bin ich zu sehr Historiker, um zu sehen, was das Konstrukt der NATO war aus dem Kalten Krieg und welche Rolle das. Ihr kreist gerade einen Hubschrauber. Hörst du mich trotzdem noch? Ja, ich höre dich gut. Gut, perfekt. Gut. Die suchen dich schon wegen der radikalen Ideen. Ich sag dir das. Nee, hier ist ein Krankenhaus an Bay und Hubschrauberlandeplatz, deswegen. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Sagte mir dann, ja, und deswegen kann man ja auch nicht den radikalen Bruch mit Erdogan machen, weil wir brauchen hier Erdogan für eine starke NATO. Ein Grüner, ne? Ja. Brauchen wir für eine starke NATO. Und deswegen können wir Erdogan nicht so kritisieren wie Putin. Ja, aber da fängt dann das Problem an, ne? Wenn du sozusagen deine Politik von Allianzen leiten lässt, genauso wie Deutschland Saudi-Arabien nicht so wie Russland kritisiert beispielsweise oder die Türkei nicht so kritisiert, sondern da eher die Samthandschuhe anzieht. So, und das ist das Ja. Problem, eine Politik, die interessengeleitet ist. Und ich meine, ich finde da die US-Politik viel, viel sympathischer, in Anführungszeichen, weil da viel mehr Tacheles geredet wird. Da wird es geht um amerikanische Interessen. Da wird nicht gesagt, wir sind in Kosovo einmarschiert wegen der Menschenrechte, sondern gesagt, dass da geht es auch um US-Interessenpolitik. So ganz klar. So habe ich das auch Und verstanden, ja. in Deutschland wird das häufig verbrämt und gesagt, ja, es geht aber doch um Menschenrechte und so weiter und so fort. Und schau mal aufs Mittelmeer, wo die Leute ertrunken trinken. Oder schau mal jetzt hier Afghanistan, dass man hier die Leute rausholt. Da wird gesagt, ja, wir brauchen jetzt erstmal aber einen Bundestagsbeschluss, dass die Leute da rausgeholt werden dürfen. Ne? So, Nö, aber die also. wichtige Frage an dieser Stelle ist, also ich habe das schon so verstanden, dass die Linke eher so kritisch gegenüber Russland, aber auch gegenüber Amerika ist, dass das irgendwie so der große springende Punkt ist. Die Frage ist jetzt aber, was du über die Grünen hier sagst, würde mich sehr interessieren, weil man kennt ja die Grünen irgendwie, dass sie sich für Fracking eingesetzt haben zum Beispiel, dass sie irgendwie Fracking-Gas als okay gefunden haben. Ich weiß nicht, das war vor 2 Jahren, sagen wir mal. Ich weiß nicht, ob sie Ja, das heute noch immer dafür ist sind. so nicht ganz richtig, sondern es gibt auch Okay. innerhalb der Grünen Auseinandersetzungen. Also wenn man es Okay. differenzieren will, wenn du populistisch bist, kannst du natürlich so sagen und das ist auch nicht ganz falsch, weil sie im Bundesrat für Fracking-Gas-Terminals gestimmt haben, aber auf der anderen Seite ja gegen Nord Stream 2 sind. Aber es gibt bei denen auch eben die Debatte auch über den Erdgasausstieg und grundsätzlich auch hier in Schleswig-Holstein finden die es falsch, aber haben sozusagen das mitgetragen aus Koalitionsraison und haben auch im Bundesrat dem eben zugestimmt, dem Fracking-Gas Das ist sozusagen, dem ja, Import. wovor man Angst hat jetzt, dass irgendwie, wenn die Grünen gewinnen, sie eine Koalition mit den, oder nicht gewinnen, sondern Zweite werden, eine Koalition mit der CDU machen und dann bei allem nachgeben, quasi, was die CDU fordert, was tatsächlich die Realität durchaus wäre. Und die Frage ist, Also ich meine, ich kann dir ein paar Beispiele hier ganz kurz ja. nennen in Schleswig-Holstein. Landesmindestlohn abgeschafft hat hier CDU, FDP und Grüne am Landesmindestlohn abgeschafft. Sie haben das Vergaberecht gestrichen. Das heißt, sie haben soziale und ökologische Kriterien aus dem Vergaberecht gestrichen.
Effekt Steine aus Kinderarbeit in Schleswig-Holstein wieder, weil die International Labour Organization die Standards eben nicht mehr verpflichtend sind für Aufträge des Landes. Oh. Sie haben die Mietpreisbremse abgeschafft. Sie haben die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen abgeschafft. Also in Kiel 12% Mieterhöhung im letzten Jahr während Corona durchschnittlich, ne? Also das heißt, das Soziale fliegt da voll hinten rüber. Und das ist eben meine große Befürchtung, dass Schwarz-Grün wesentlich verheerender noch wäre als diese große Koalition, weil in Schwarz-Grün alle Hemmungen, was das Soziale angeht, einfach fallen würden, weil da koalieren dann halt zwei Parteien des gehobenen Bürgertums miteinander. Ja, damit fällt meine nächste Frage ein bisschen ins Wasser, weil ich wollte dich gerade fragen, wie neoliberal sind die Grünen eigentlich heute noch? Weil wir wissen ja, sie haben ja damals Hartz IV mit auf den Weg gebracht, Krieg gegen Jugoslawien, dies, das. Wie neoliberal sind sie und heute tatsächlich Es so? gibt Auseinandersetzungen bei den Grünen. Also Ja. das noch mal ganz klar gesagt, ne? Das darfst du aber Nur nicht man muss sagen, weil das auch ist, sagen, ja, dass das darfst du nicht sagen, weil das ist die genau, also Konkurrenz, es gibt ja. ganz, ganz, ganz tolle Menschen und ich habe so tolle Menschen auch in der Bundestagsfraktion der Grünen halt kennengelernt und geschätzte Kolleginnen. Aber man muss halt auch einfach sehen, dass mit Habeck und Baerbock sich zwei Reformerinnen durchgesetzt haben, die da relativ knallhart sind, was das angeht. Und wer sich bei den Koalitionsvertrag für Jamaika, den ja Lindner gekippt hat, nicht die Grünen, anschaut, die haben da von der Obergrenze von Seehofer für Geflüchtete bis diverse Sozialkürzungen alles durchgewunken. Ne? Also im Ja. Zweifelsfall bleibt das Soziale einfach auf der Strecke und das ist die große Gefahr. Zurück zum vorigen Thema, jetzt noch einmal ein kleiner Sprung. Da wollte ich noch was fragen, und zwar Extremismus ist ein riesengroßes Problem auf der Seite der Linken. Ich meine jetzt nicht die Partei Die Linke, sondern insgesamt Linke. Da gibt es ein Problem mit Extremismus und ich zum Beispiel distanziere mich auf diesem Kanal extrem von Extremismus. Und das Interessante ist, letztens habe ich erzählt, dass dadurch, dass ich tatsächlich aktiv auf diesem Kanal alle Extremisten ausgeschlossen habe und gesagt habe, hier ist kein Platz für Extremismus. Alle Leute, die gegen Demokratie sind, alle Leute, die gegen irgendwie dafür sind, dass man irgendwelche Reichen erschießt oder keine Ahnung, was die Klischees sind, haben hier keinen Platz. Und das fehlt mir ein bisschen bei der Partei Die Linke, muss ich sagen. Dass man sich viel härter eben von diesen Marxist-Leninisten, diesen Stalinisten abgrenzt, dass man vielleicht wirklich so hart durchgreift und sagt einfach, kein Extremismus in der Partei. So, was hältst du überhaupt von dieser Du, Idee? So wollte ich mal fragen. du, Von dieser also Strategie, oder? erstmal, für mich ist Marxismus-Leninismus nochmal was anderes als Stalinismus. Also da gibt es Mhm. schon unterschiedliche Klar, Ansätze. klar, Das ist klar. nicht identisch, ne? Klar. Okay, so, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich halte von dem Begriff des Extremismus einfach null. Das Spannende ist, dass Hannah Arendt, auf die sich immer da gerne berufen wird, ne? Also Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft als Stichwort, dass Hannah Arendt ja selbst diesen Begriff abgelehnt hat, des Extremismus, dieser Gleichsetzung von links und rechts. Da halte ich halt einfach auch nichts davon. Aber was auch ganz klar ist, ich meine, wer hat zum Beispiel das marxistische, jüdische antifaschistische Komitee in Moskau auslöschen lassen. Das war Stalin, ne? Also dass das für uns der Bruch ist. Und die Linke hat sozusagen als die Gründung des einen Teils der Linken, muss man auch mal sagen, die PDS ist ein Teil der Linken gewesen, ne? Nicht die Linke, sondern ist ein Teil gewesen, der Teil der Linken geworden ist. Aber die PDS hat als Urgrund den Bruch mit dem Stalinismus verankert. Und wenn du unsere Dokumente anguckst, hat da eine Aufarbeitung dieser Geschichte stattgefunden. Übrigens anders als bei anderen Blockparteien, Stichwort oder Hashtag CDU, ne? Ja. Also das heißt, das hat stattgefunden und das ist für mich auch immer der zentrale Ansatz. Und trotzdem mache ich diese Hufeisentheorie, diese Gleichsetzung unter dem Label Extremismus mache ich halt nicht mit. Sondern da ist für mich eine Trennung, auch in der Analyse einfach. Aber ganz klar, Stalinismus, das ist der Trennungsstrich einfach. Wie Ja. sollen wir woanders hin?
Ja, klar. Es ist einfach die Frage, ist dieser Extremismusbegriff ist jetzt eine Sache. Was ich mit extremistisch eben, deswegen habe ich das auch erläutert ein bisschen, was ich damit meine. Klar, es gibt den Extremismusbegriff, der kann man kritisieren, kein Problem. Aber es gibt ja tatsächlich gewaltbereite Menschen, auch auf der Seite der Linken, autoritäre Menschen, die hast du jetzt ausgeschlossen, sage ich mal. Aber genau deswegen, weil wir, das, was wir vorher besprochen haben, dass die Medien gegen links sind, würde ich mal wirklich so direkt sagen, weil eben, wenn ihr nicht mit Konzernen zusammenarbeitet, aber die Medien den Konzernen gehören, wird es schwierig, dass sie das unterstützen. Vielleicht muss man da viel, 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 viel härter dagegen vorgehen. Das, also ich rede jetzt von der Strategie insgesamt, dass man härter dagegen vorgeht, dass man zum Beispiel sagt, gewalttätige Menschen, zum Beispiel Schwarzer Block oder sowas, gehört da einfach nicht rein. Die von sowas distanzieren wir uns hart. Oder passiert das schon? Oder passiert das? Auch Schwarzer Block und Antifa ist ja immer so ein Zerrbild. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe mit autonomer Antifa, sind wesentlich andere. Na gut, aber es geht jetzt... Auch hier in Kiel beispielsweise. Und trotzdem ist da die Grenze bei Gewalt. Ne? Also Ende Gelände beispielsweise ziviler Ungehorsam. Ist die Grundlage friedlicher ziviler Ungehorsam. So. Das ist einfach die Grenze. Also Stichwort Grundgesetz, Stichwort Demokratie, das ist für mich die Grenze. Genau. Und auch was die Aktionsform halt angeht. War in Dresden bei den Protesten beispielsweise im Nazi-Aufmarsch dabei. Und da heißt es, natürlich stand ich da auch im Wasserwerferregen, ne? Und habe mich auch den friedlichen Blockaden da beteiligt, weil das ist die Aktionsform, die ich eben richtig finde. Auch wie in der Vergangenheit, wie heute. Aber bei Gewalt gegen Menschen beispielsweise ist einfach die Trennlinie so fertig. Ja, genau. Also ja. No? Also Stichwort Demokratie. Demokratie ist Kernelement und Verteidigung unseres Grundgesetzes und Schutz. Genau, genau. Okay, ja, das meinte ich. Ja, weil es gibt ja bei den Linken genug Leute, die sagen, wir leben nicht in einer Demokratie. Die sagen, also nicht bei der Partei Die Linke, sondern bei den Linken, sage ich jetzt mal insgesamt. Gibt es ja Leute, die antidemokratisch sind, also in Form der Demokratie, die wir heute haben. Die sagen, die Demokratie muss komplett abgeschafft werden, dieses Parteiensystem muss abgeschafft werden, dieser Staat muss gestürzt werden. Solche Leute gibt es ja. Und von denen, finde ich, muss man sich distanzieren. Also ich distanziere mich und ich finde auch... Ja, aber deswegen habe ich doch eben gerade auch eingangs das nochmal gesagt, was die Vorstellung der Linken ist. Mehr Demokratie wagen, den Ausbau von Demokratie und die Verteidigung von Demokratie, weil wir in der Situation sind, wo wir einfach Demokratie verteidigen müssen. Ich bin da tief von überzeugt, dass das echt der Kern und die Ansage ist. Ne? Und dazu gehört dann halt alles Bekämpfung, Klimawandel, soziale Spaltung bekämpfen und so. Aber Demokratie ist halt einfach auch eine Basis des Zusammenlebens. Genau, richtig. Und weil hier im Chat steht, das müssen Sie viel breiter kommunizieren. Das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Wie ist das eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, die Linke ist sehr viel unterwegs im realen Leben. Aber ich hab das Gefühl, sie ist digital sehr schwach vertreten. Liegt auch natürlich daran, eben wie gesagt, dass große Firmen oder große Konzerne sie nicht unterstützen, große Medienkonzerne. Aber auch im Social Media habe ich so das Gefühl, dass die Linke besser vertreten sein könnte. Wie siehst du das? Also, dass man da viel mehr drauf setzen muss, irgendwie, sage ich mal, ich habe da ein sehr interessantes Gespräch mit Franziska Schreiber, die Aussteigerin von der AfD, geführt, die erklärt hat, wie die Strategien sozusagen der AfD sind, wie sehr sie darauf setzen, im Netz präsent zu sein und sich vollkommen da einzusetzen. Und da habe ich das Gefühl, die Linke muss da massiv nachholen. Also muss da viel, viel präsenter werden im Netz, jetzt im Internet, Twitter, Facebook, und so weiter. Wie siehst du das? Siehst du das eh auch so? Ja. Vollkommen richtig. Ja. Oder also, woran scheitert das? Oder woran scheitert das? Machen wir mal so. Wir können darüber reden, wie scheiße Facebook ist, ne? Und wie scheiße Twitter ist und so. Ja, klar. Alles d'accord. Und dass es eigentlich demokratische Alternativen auch dazu geben müsste, sozusagen. Ja. Aber Meinungsbildung findet eben darüber statt. Und die Rechten haben das längst als Kampffeld identifiziert. Die Linke ist dabei, da nachzuarbeiten und besser zu werden, könnte da viel, viel mehr nachlegen und viel, viel mehr, glaube ich, auch tun und viel, viel mehr präsenter sein. Also auch solche Diskussionen, ich finde es sehr anregend. Ach. Ich, ne?
Der eine letzte, Sache will ich noch mal ganz kurz sagen. Warte kurz, der letzte Satz ist verschwunden. Ja. Es war schon wieder eine Unterbrechung durchs Internet. Letzten zwei Sätze. Ich glaube, das ist bei dir. Ja, ich habe keine Drops hier. Ich würde das hier. Ich habe eine Anzeige, wie mein Internet ist. Also bei mir gab es keine. Soll Schmerz. Ich mal WLAN ausmachen? Ich mache mal WLAN aus, warte mal. So, jetzt ist WLAN aus. Vielleicht ist jetzt besser. Warte mal, jetzt kann ich dich, jetzt kann ich dich nicht sehen. Kannst du mich jetzt sehen? Nein, noch immer nicht. Ich sehe mich, aber... Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Jetzt bist du wieder da. Ja, aber ich bin hier im Stream von Twitch noch nicht zu sehen. Da ist nur ja, das ist verzögert. Das ist verzögert, aber ich sehe dich. Ich sehe dich jetzt. Alles gut. Okay, jetzt sehe ich mein Bild auch wieder. So, okay. Was hast du gesagt, die letzten zwei Sätze? Sorry. Fuck. Was soll wissen wir jetzt nicht mehr? Okay, okay. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich nichts halte vom Bashing auch von Medien, also da alles in einen Topf zu werfen und so, auch das finde ich falsch. Mhm. Im Alltag erlebe ich da was ganz Differenziertes. Es gibt viele tolle Journalistinnen, mit denen man echt die das ehrlich meinen, ernst meinen, mit denen man auch gut kooperieren, Informationen weitergeben kann und Ähnliches. Das funktioniert halt auch linke Positionen rüber zu bringen. Also guck beispielsweise die Berichterstattung an über meinen Prozess, die ist relativ ausgewogen. Also bis auf die Bild-Zeitung, ne? die fällt natürlich da raus, das ist Drecksblatt. Das bleibt Drecksblatt und war es schon immer. Aber ansonsten schau dir die Berichterstattung an, die ist relativ fair und ausgewogen, was das angeht. Und die Message, die ich rüberbringen wollte, habe ich auch rübergekriegt. Ne? Die hat niemand unterdrückt oder so, weil sie von einem Linken kommt. Also deswegen halte ich da auch nichts von so einem generellen Medienbashing. Das gibt es halt manchmal. Das ist halt einfach falsch. Sondern da wären wir wieder bei der Frage vorhin, die Linke muss einfach viel, viel klarer auch kommunizieren, auch gegenüber Medien und Öffentlichkeit. Aber hast du nicht das Gefühl, dass die Linke sehr unterrepräsentiert ist in den Medien? So bei Diskussionen und so? Also ich habe schon das Gefühl. Siehst du das nicht so? Ja, teilweise auch schon, aber teilweise liegt es halt daran, die Linke muss halt auch viel widerborstiger auch werden. Also da werden wir auch wieder unterhaltsamer dabei. Das heißt, auch viel mehr eigene Inhalte provokant in die Öffentlichkeit stellen, um dann auch wieder interessanter zu werden, weil da hast du ja was mit der Strategie der AfD gesagt, ne? Ja, das war ja bei der Sarah Wagenknecht auch so. Ich will nicht diese Strategie übernehmen, der Fake News oder so. Ne? Genau. Aber die Strategie, eigene Inhalte provokanter Form rüberzubringen, um interessant sich zu machen. Ne? Und auch ein bisschen stacheliger zu sein. Also wir wollen ja gar nicht von allen geliebt werden, ne? Sondern wir wollen wirklich diese Gesellschaft verändern. Und dafür brauchst du eben auch Widerspruch, an dem du dich reiben kannst. Ich glaube, dass das auch dazu führen kann, da auch wieder präsenter zu sein. Weil am Anfang, als wir uns gegründet haben, waren wir ein Stachel im Fleische quasi aller anderen Parteien. Und ich glaube, dieser Stachel wir können einfach stacheliger wieder sein. Ja, sehe ich auch so. Das ist absolut auch meine Meinung. Das ist auch absolut meine Meinung. Weil die Sarah Wagenknecht, wo sie ihr Buch geschrieben hat und dann plötzlich so, das ist so richtig viral gegangen, sage ich mal, und plötzlich war sie in jeder Talkshow. Und zwar alleine. Also so, man hat ihr zugehört, weil man hat provoziert. Und solange man provoziert, werden die Medien draufspringen. Und das beherrscht die AfD wirklich gut. Das muss man sagen, und die Linke muss da nachlegen. Aber es scheitert an grundlegenden Dingen, wie zum Beispiel in Twitter letztens habe ich ja gesehen, die Partei Die Linke postet einen Tweet. 10 Stunden später hat das Ding 300 Likes. So, ja. Was soll das? Ich meine, es müsste doch eine Grundaufgabe eines jeden Parteimitglieds sein, wenn ein Tweet von der Linken kommt, ihn sofort zu liken. Weil sonst macht das ja keinen Sinn. Also wir haben 60.000 Mitglieder. Genau. Wir haben 60.000 Mitglieder. Genau.
Sagen wir mal, 5% davon haben Twitter, dann sind das vielleicht 3000. Ja, aber das, ja? Ist ja, das ist ja, das ist, oh, ja, was, okay, soll das? Aber dann wären das zumindest schon mal erstmal 3000 Links, 3000 Leute, die das teilen. Und retweeten und dann auch hättest, gleich. Eben, genau, sag ich ja, teilen. Ja, liken, ja, genau. Ja. Genau. Ja, und das ist einfach irgendwie, das wird vernachlässigt auf der linken Seite extrem und nicht nur bei der Partei Die Linke, sondern bei Linken insgesamt. Ich sehe das auch im Netz bei mir, wenn ich etwas poste, gibt es sehr oft so, ja, ich weiß nicht, das hat er jetzt nicht so gut ausgedrückt, muss ich das jetzt wirklich liken? Es geht doch nicht darum, wie ich es ausgedrückt habe, du verstehst doch die Idee. Es geht doch darum, und die Rechten beherrschen das viel besser. Sie liken jeden Scheiß, egal wie gut er ist, egal was passiert. Was können wir da machen, um die Menschen zu bewegen, dass sie mehr das liken und bewegen einfach. Was kann man da machen? Also, ich denke mir auch manchmal, was für ein Dulli-Kram da geliked wird und durch die Decke geht, wo das von allen möglichen linken Accounts dann geteilt wird. Und dann kommen so die Basics, die linken Basics, ne? Über Mietendeckel, über Vermögensteuer, über Finanzierung, über Umverteilung und so. So die richtigen Basics, und die kriegen dann irgendwie ein paar hundert Likes. Genau. Das muss doch umgekehrt sein. Also ist ja cool, die Sache irgendwie mit Musk und Dings da, Laschet zu teilen. Aber die eigenen Inhalte muss ich doch stark machen. Ich kann doch nicht da erwarten, dass andere die stark machen. Ich muss da, also ich meine, aus dem Elend uns zu erlösen, können wir nur selber tun, ne? Aber solltet ihr dann nicht irgendwie solche Schreiben innerhalb der Partei haben? Weil ich glaube, die, wenn ich mich richtig erinnere, die Franziska hat erzählt, die AfD hat da tatsächlich solche Schulungen quasi für alle Menschen. Gibt es das unter Linken auch so, dass es diese Schulungen gibt? Du kommst mal in die Partei, zuerst einmal generierst du mal einen Facebook-Account, einen Twitter-Account und einen YouTube-Account und Twitch-Account, und dann gehst du mal saftig liken und kommentieren, so damit da was weitergeht. Gibt es so ein Programm? Weil so ein Programm muss es geben. Weil das ist Wahlkampf im Endeffekt. Weil wer mehr Likes hat, der hat mehr Recht. So ein Programm muss es geben. Ich sage jetzt mal nicht, ob es das gibt oder nicht. Aha, okay, interessant. Okay, aber so ein Programm muss es ja geben. Das wäre ja extrem wichtig, damit die Linke einfach im Netz, weil teilweise merke ich, dass die Linke etwas postet und da versammelt sich alles von libertären Rechten über Nazis, über alles Mögliche, versammelt sich unten, beschimpft und all. Warum werden diese Leute nicht gesperrt? Warum wird das nicht, was ist da los? Ich verstehe das nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich die sperren würde, ehrlich gesagt, weil es sorgt ja für Reichweite. Nur was auffällig ist, dass unsere Leute nicht gegenhalten und sagen, ey, scheiß Nazi, verpiss dich. Genau, oder so, ne? Ja, genau. Die sollen ja ihren Dreck da ablassen, das schafft ja Reichweite, das macht ja die AfD genauso, ne? Ja. Für die ist das ja Reichweite, wenn eine Linke drunter kommentiert und sagt, ey, Weidel habe aber Unrecht oder Weidel ist dies und das und so weiter. Und so fort. Das schafft ja Reichweite. Das ist ja, und dieses Ding. Zur Gefahr wird es ja, wenn das sozusagen inhaltlich fundiert ist und die auskontert und dann selbst diese Kritik so viele Likes kriegt. Aber solange es einfach nur stumpfes Rumgepöbel ist, schafft es einfach Reichweite. Deswegen musst du gar nicht ersperren. Aber du musst doch die eigene Macht auch ausüben. Ja, aber weißt du, was mein Problem ist, ich gehe auf diese Tweets von den Linken und dann sehe ich drunter irgendwie Nazis, Libertäre, alles Mögliche, so, ja, ihr seid die Mauermörderpartei, ihr seid dies, ihr seid das und so weiter. Und wenn das nicht kommentiert wird, wenn das einfach nur so dasteht, das muss nicht mal wer liken. Das bestätigt einfach nur die Vorurteile, die Leute haben. Und wenn Leute drunter schauen und sehen so, ui, da sind alle dagegen und so denke ich auch schon, also, dann bleibt das so. Eben, genau. Weißt du? Deshalb, und da wäre es schon besser, sie zu sperren. Wenn schon niemand kommentiert, wäre es besser, das zu sperren, finde ich. Hast du recht, aber noch besser wäre es natürlich, wir würden das selbst viel, viel stärker ausbauen. Also um es zu verraten, es gibt sowas und es wird nach und nach jetzt angenommen, und ich glaube, dass die Linke da auch an der Stelle lernt und hoffe, dass das auch stärker wird, sozusagen. Das hoffe ich auch. Wenn ihr also jemanden braucht, der euch da in diesen Social Media Sachen berät, ich nehme gerne einen Job entgegen als PR-Berater für digitale Sachen, weil ich beschäftige mich ja mit nichts anderem den ganzen Tag. Nein, aber das muss man härter eingehen. Das kenne ich ja so von allen möglichen linken Parteien, dass das irgendwie so schwierig ist, weißt du? So, ja. Aber man muss die Präsenz steigern. Ja, absolut. Ja, das waren jetzt sozusagen meine
Fragen an dich und meine Anregungen und ja. Die Frage ist, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Hat der Chat noch irgendwelche Fragen? Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Gespräch. Fand ich sehr interessant. K-Pop-Fans, die können das besser, habe ich gerade gelesen. Ja, ich frage mich noch immer, was K-Pop ist. Ich habe das auch schon ewig häufig gelesen. Ich weiß auch immer nicht, was das ist. Was ist das? K-Pop ist quasi die ultrakapitalistische Ausbeutung von Menschen in der Musikindustrie in Korea. Also es ist koreanischer Pop und der läuft 100% neoliberal. Und dort werden Menschen teilweise so gehalten, also das ist Massentierhaltung auf Musiker angewandt. So, es gibt da interessante Videos dazu. Das ist unglaublich interessant. Und sie sind sehr weltweit populär wegen den ganzen Animes, schätze ich mal, und was auch immer, weil sie sich dem annähern. Aber ja, sehr, sehr schier aus der neoliberalen Richtung. Also so sehr ausbeuterische Verhältnisse innerhalb der Musikbranche in Korea. Genau. So ist das. Es gibt hier eine Frage. Hallo Genosse Lorenz, ich habe eine Frage an dich. Wie stehst du zu autonomen antifaschistischen Gruppen, solidarisch oder nicht etc.? Nicht, dass ich die Antwort nicht kennen würde, aber ich würde sie gerne nochmal von dir hören. Hier, danke im Voraus und besten solidarische Grüße. Habe ich doch vorhin schon gesagt, dass wir vielleicht auch eine Differenz haben. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, wie notwendig die Antifa ist und wie wichtig sie ist. Allein NSU-Komplex in der Aufklärung des Ganzen hat die Antifa teilweise viel, viel wichtigere Arbeit gemacht, als vom sogenannten Verfassungsschutz gekommen ist. Da kannst du ja beim Verfassungsschutz eher fragen, ob der nicht in eine andere Richtung teilweise gearbeitet hat. Also sie Aktenschreddern und was in Hessen da mit verschlossenen Akten und so weiter ist. Und ich weiß, dass es in anderen Fällen auch in Berlin so ist. Ich erinnere mich auch daran, das war im Osten, ich weiß nicht, welcher Ort das war, aber da gab es eine Versammlung der VVN BDA und die sind dann von Nazis angegriffen worden. Da saßen sozusagen alte Antifaschisten, auch Zeitzeugen, selbst in Auschwitz gewesen und so, sind von Nazis angegriffen worden. Und Polizei hat gesagt, ja, wir sind so in einer halben Stunde da. Anruf bei der Antifa, und die Antifa ist vorbeigekommen, hat diese Veranstaltung geschützt, sozusagen. Das heißt, so einfach ist das halt nicht. Und ich würde mich nicht von der autonomen Antifa distanzieren insgesamt. Und hier in Kiel beispielsweise haben wir auch eine gute Zusammenarbeit und haben auch funktionierende Verabredungen. Das muss man einfach sagen, wo sich beide Seiten dran halten. Also genauso wie ich immer sagen würde, Partei und Bewegung ist ein Unterschied. Ende Gelände und die Linke ist ein Unterschied und so weiter und so fort. Sind unterschiedliche Sachen. Aber trotzdem weiß ich, dass wir in der Gesellschaft sind, wo es einen Platz für die Antifa gibt und geben muss oder für antifaschistische Strukturen, sagen wir es mal so. Ja. Und man muss immer dazu sagen, möchte ich hinzufügen, was du schon vorher gesagt hast, nämlich aber von Antidemokratie und Gewalt in jeglicher Form distanzieren wir uns. Das muss man immer dazu sagen, weil die Leute verstehen das nicht. Wirklich jetzt. Also so, ich habe doch eben auch nochmal ganz klar gesagt, also ne, ja. Wenn ich eine Demo anmelde, dann ist für mich da die ganz klare Ansage, gemeinsame Regeln, wir treffen eine Absprache und alle Seiten halten sich da dran. Genau. Und die Erfahrung habe ich gemacht, dass es immer so war. Ne? Ja. Was auf einer Antifa-Demo ist, ist nicht mein Bier, aber auf unserer Demo wird sich an gemeinsame Absprachen gehalten und das funktioniert auch so. Und so hat es halt auch zu sein. Ja. Und wir sind in der Gesellschaft, wo wir starke antifaschistische Strukturen halt einfach brauchen. Das hat der NSU gezeigt. Das zeigt auch aktueller Umgang. Und jetzt ist gerade eine Anzeige von mir abgelehnt worden. Also ich habe eine Morddrohung quasi gekriegt und ist irgendwie abgelehnt worden mit der Begründung, ich hätte nicht nachweisen können, dass ich Todesangst gehabt hätte oder sowas. Also total strange Formulierung. Und da musste halt einfach mal sagen, wir brauchen antifaschistische Strukturen in dieser Gesellschaft. Die da Menschen schützen, ja.
Die Frage ist, die ich oft gehört habe, die mir jetzt eingefallen ist, und dann kommt eine Frage noch aus dem Chat, nämlich sehr oft wird gesagt, naja, schau dir doch an, was die Linke in Berlin, da war sie an die Macht, schau dir doch an, was sie gemacht hat. Was hat die Linke in Berlin gemacht, was Positives? Also jetzt Mieten, das wissen wir aber. Positives, Deutsche Wohnung Co. enteignen, unterstützt Mietendeckel und so weiter und so fort. Negatives, Verschleudern von öffentlichem Wohnraum. Mhm. Also deswegen sage ich auch jedem immer, vertraue nicht 100% einer Partei, sondern Parteien sind ja auch innerhalb dieser Gesellschaftsstrukturen, die auch den unterschiedlichen Auseinandersetzungen in dieser Gesellschaft ausgeliefert sind. Und wir haben das erlebt, dass dieser Drang zur Privatisierung, diese neoliberale Ideologie unglaublich stark war. Und deswegen sage ich auch immer, ein Politikwechsel kann nicht einfach sein, dass du einfach Parteien an der Regierung austauscht. Weil dann wären wir, von wem war das? Ich glaube, Kurt Tucholsky, ne? Der diesen schönen Satz gebracht hat über die SPD. SPD-Doppelpunkt, sie dachten, sie hätten die Macht, aber dabei waren sie nur an der Regierung. Ich glaube, das ist von Tucholsky, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das heißt, es ist einfach ein Unterschied und deswegen brauchst du auch Veränderungen insgesamt in der Gesellschaft und in der gesellschaftlichen Stimmung. Und eine linke Partei, die etwas grundlegend anders will, die muss Mehrheiten in der Gesellschaft mobilisieren. Wenn sie die nicht auf ihrer Seite hat und dann in der Regierung reingeht, dann marginalisiert sie sich im schlimmsten Falle, weil sie dann keine Chance hat, Positionen durchzusetzen. Wie gesagt, wir brauchen einfach eine grundlegende Änderung. Wir brauchen Politikwechsel. Und das heißt auch, wir brauchen diesen Wechsel auch innerhalb der Gesellschaft. Und ich glaube, in vielen Positionen haben wir den, aber der muss halt auch konkret werden. Ja, jetzt der Punkt aus dem Chat, nämlich es wird immer gesagt, naja, wozu soll Deutschland eigentlich so, wenn man jetzt sagt Klimawandel und so, Deutschland ist ja nur 2% und wozu so, Deutschland ist zu wenig, schaut ja doch China an. Wie antwortest du auf sowas? Ja, da will mich immer provozieren, oder? Ja, natürlich. Also erstmal, Deutschland hat 1% der Weltbevölkerung, verursacht aber 2% des CO2-Ausstoßes aktuell. Das bedeutet, wir bräuchten irgendwie 3 Erden oder so, wenn wir das hochrechnen würden auf pro Kopf auf die gesamte Weltbevölkerung. So. Zweitens, historisch gesehen ist Deutschland der viertgrößte Klimaverschmutzer und wir haben unser CO2-Budget, in Anführungszeichen, längst aufgebraucht, wenn du danach gehen würdest, das in historischer Dimension. Entschuldigung, da muss ich, historisch, okay, weil ich habe letztens gelesen, Deutschland ist aktuell der 6. größte CO2-Produzent. Ja, aber historisch gesehen, wenn du die Gesamtmenge nimmst, sozusagen seit Beginn der Industrialisierung, das meinte ich jetzt, ne? So, und deswegen gibt es eine enorme Verantwortung und selbstverständlich, wo werden denn deutsche Ramschbahn produziert für den deutschen Markt? Das heißt, wir sorgen ja auch für CO2-Ausstoß einfach in anderen Staaten, auch indem wir dreckige Technologie dorthin importieren, indem wir dort produzieren lassen, indem wir unfaire Handelsverträge haben, indem wir ein Lieferkettengesetz haben, was nur zum Lachen ist. Also empfehle ich die vorletzte Folge der Anstalt zum Lieferkettengesetz beispielsweise. Haben sich die Lobbyisten auf ganze Linie durchgesetzt. Und so weiter und so fort. Also das heißt, die Verantwortung geht halt ein bisschen darüber hinaus. Und ich warne übrigens sehr davor, von diesem Konzept des ökologischen Fußabdrucks, was die Klimaschutz sozusagen individualisiert. Also es ist deine eigene Verantwortung. Du musst nur ein bisschen an deinem Lebensstil ändern. Du musst ein bisschen häufiger bei Dents oder Erdkorn oder wie auch immer im Biomarkt sozusagen einkaufen. Du musst nur ein bisschen langlebige Produkte kaufen und so. Es geht um die Produktion. 70% fallen in der Produktion an des CO2-Ausstoßes. Und das Konzept des ökologischen Fußabdrucks, weiß nicht, ob du sowas wie Kommentare da hast, also kannst du in die Kommentare mal packen. Das Konzept des ökologischen Fußabdrucks, das hat BP, also British Petrol damals, die heißen ja jetzt auch Beyond Petroleum, ne? Auch so ein Greenwashing, hat BP damals groß gemacht, weil BP hat gesagt, oh shit,
Die machen die Konzerne verantwortlich. Wir müssen vielleicht was grundlegend ändern. Das kann ja zum Problem werden. Was können wir denn dagegen tun? Lassen wir unsere Thinktanks mal darüber beraten. Und die Thinktanks haben gedacht, okay, wenn wir ablenken wollen von der Schuld oder der Verantwortung der Konzerne, dann schieben wir das mal auf den Einzelnen sozusagen. Also der neoliberale Trick par excellence. Mhm. Und der ökologische Fußabdruck sagt, jeder hat eine Schuld, eine Klimaschuld. Und muss sozusagen mit dieser Last der individuellen Schuld auf seinen Schultern seinen individuellen Lebensstil ändern. Aber die Verantwortung der Konzerne ist aus diesem Konzept erstmal raus dann. Ne? Und deswegen ist das auch ganz klar. Ich glaube, als Linke muss, Stichwort System Change, musst du viel, viel stärker diesen Gesamtaspekt dann auch dir anschauen. Ja, weil ich denke, es ist irgendwie so 70% des CO2-Ausstoß liegen bei 100 Konzernen. Oder so, glaube ich, ist. Nee, das sind immer leider, das wird häufig gesagt und häufig verbreitet, stimmt aber nicht. Das ist eine Studie, da geht es um Carbon Footprint der Industrie sozusagen. Ist eine ganz spannende Studie, kann man sich gerne mal angucken, weil die hat auch diese historische Dimension drin. Und interessante Studie, auf Englisch. So, der Guardian hat über diese Studie geschrieben und hat leider das Wort Industrial rausgelassen. Es ging nämlich um, nur in der Überschrift rausgelassen, im Text steht es nachher drin, aber Leute lesen Überschriften. Ne? Aha. Und in der Überschrift stand genau das drin, was du eben gesagt hast, aber in der Studie steht selbst drin, es sind 100 Konzerne, die verantwortlich sind für über 70%, also 72 sind es, glaube ich, genau, 72% der industriellen CO2-Emissionen. Das ist auch eine ganz, ganz große Menge, aber ich glaube, wenn du Klimaschutz machst, musst du da an dieser Stelle auch immer genau sein. Ja. Das verkleinert nicht die Verantwortung der Industrie, aber wenn es nur 100 Konzerne wären mit 70, genau. Hey, und genau das ist der Punkt, wo ich verpasst habe, das vorher zu sagen. Große Ehre dafür, dass du auch gesagt hast, dass die Linke in Berlin auch Scheiße gebaut hat. Das erwartet man nicht von jemandem, der aus einer... Naja, so klar ist es nicht. Das sagt die Linke in Berlin doch selber. Ja. Nein, aber man muss das immer betonen, weil welche Partei sagt über sich selbst, stell dir vor, irgendjemand anderer von einer anderen Partei würde hier sitzen und ich frage ihn so, was habt ihr gut gemacht in Berlin? So, naja, das, aber wir haben auch viel Scheiße gebaut. Ehre dafür, also wow, das ist cool. Du, also ich habe das ja ein bisschen mitverfolgt, auch den Linken in Berlin. Das war ein schmerzhafter Prozess, als die Linke aus der Regierungsverantwortung raus war. Dann hat es diese Auseinandersetzung gegeben damit und hat es die Diskussion gegeben mit den Mieterinneninitiativen. Harte Auseinandersetzungen, hart sind die da auch selbst mit sich ins Gericht sozusagen gegangen. Und eine Konsequenz ist das Konzept, was die Linke in Berlin fährt, was sich rebellisches Regieren nennt sozusagen. Das heißt, Impulse aufnehmen, die du in der Bevölkerung hast und die in die Politik reinbringen und stärker auch den Bewegungen sozusagen zuzuhören. Daraus ist ja überhaupt dieses Konzept des Mietendeckels entstanden und die Unterstützung auch dieser Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen sozusagen. Und ich finde genau das auch richtig, was die Linke in Berlin gemacht hat. Stärker zuzuhören auf solche Initiativen und stärker das einzubinden. Weil wenn du was verändern willst, dann brauchst du eben diese gesellschaftlichen Mehrheiten. Da wären wir wieder an diesem Punkt der gesellschaftlichen Mehrheiten. Und die Frage ist halt nur, wie man sie bekommt. Das ist halt immer so die richtig, Frage. Richtig, aber in Berlin, glaube ich, gerade an dem Punkt von Deutsche Wohnen und Co. und Eigen hat die Linke einiges richtig gemacht und im Zuge der Mietenpolitik. Ja, cool. Ich danke dir vielmals für dieses geniale Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit und für dieses echt geniale Gespräch, weil man, ganz ehrlich, man bekommt das nicht oft, wenn man mit Menschen aus der Politik redet, dass man so jemandem begegnet, der so offen und direkt ist. Vielen Dank dafür. Ich finde, das hat das Gespräch extrem bereichert und mir geholfen, nicht hart reinzubohren, sondern du hast dich irgendwie selbst einfach geöffnet. Ja, du hättest auch hart reinbohren können, wenn hab du, ich ja, wenn hab du ich noch ja. irgendwie so richtig, okay, dann ist habe ich ja, aber du hast mir die ganze Zeit den Wind aus den Segeln genommen, indem du einfach die Fehler angesprochen hast, die ich sozusagen dann nicht mehr ansprechen konnte. Das war so. Ja, aber ich glaube, das ist das Zentrale in der linken Politik in dieser Gesellschaft, dass sie sich immer weiterentwickeln muss und dazulernen muss. Ne?
Ja, genau. Das ist der Punkt. Und das ist auch, so sehe ich linke Politik, und das ist auch, warum ich sage, dass eure Partei eigentlich genialer ist, als was die Leute davon denken. Und deswegen freut es mich, dass du da warst, dass du das mal zeigen konntest direkt. Ja. Und dass es Aber nicht immer vielleicht nur können aus die meinem einen Mund oder anderen kommt. das weitererzählen. Ja, da braucht man ein Programm irgendwie. Ich versuche das hier zu pushen, dass Leute mehr darüber reden und aggressiver, sage ich jetzt mal, sind darin, zu liken und zu sharen. Das wäre sehr wichtig. Ich glaube, das bringt die Linke nochmal sehr stark voran. So ist das. Hey, ich danke dir vielmals Ich danke und. dir herzlich. Ich hoffe, es hat den Zuschauern bei dir auch Spaß Oh gemacht ja, und sie klatschen alle gerade, sie super. klatschen alle gerade. Also, Danke. ja, viel, viel, viel Glück bei der Wahl. Und dieses Video wird übermorgen auf dem Kanal erscheinen, und ja, dann teilen wir das mal alle und liken das mal alle heftig. Ich glaube, das ist ein guter Ja, Anfang. entspanntes Rechtswochenende und alles Gute. Danke, dir Viel auch. Erfolg dir auch. Dir auch. Mach's Ciao, gut. ciao. Mach's gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Papa.